begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Luxemburg-Lecture mit dem Titel Rückkehr der Rechten, Klassischer und die Linken. Und ich begrüße ganz herzlich auch hier meine Gäste auf dem Podium, Didier Eribon und Christina Keindl. Bevor wir in die Debatte einsteigen, nur ganz kurz nochmal den technischen Hinweis. Ihr habt es wahrscheinlich alle schon eingestellt. Deutsch findet sich auf dem Kanal Nummer 5, Französisch auf dem Kanal Nummer 6. Monsieur Eribon, Sie sind Autor, Philosoph und Professor für Soziologie an der Universität Amiens und Ihr Buch Rückkehr nach Reims erschienen in Frankreich im Jahr 2009 und auf Deutsch im Jahr 2016. Das ist mittlerweile, glaube ich, in Deutschland in der 4. Auflage bereits erschienen. Das hat hierzulande für Furore und viel Diskussion gesorgt. Und zwar sowohl im bürgerlichen Feuilleton als auch in den verschiedenen Spektren der Linken. Es ist mir eine besondere Freude, diesen Abend moderieren zu dürfen, weil mir Ihr Buch, und da geht es mir ganz sicher wie vielen hier im Publikum, sehr gefallen hat und weil es wichtige politische Impulse gibt. Es ist eine erzählende Biografie und gleichzeitig soziologische Studie, die noch dazu, und das ist ja auch wichtig, in einer sehr schönen und klaren Sprache verfasst ist. Sie gehen, dazu will ich nur ganz kurz etwas sagen, in Ihrem Buch einerseits der Frage nach, warum und wie Sie es nennen, klassenflüchtig geworden sind und beschreiben und analysieren die Kategorie einer sogenannten sozialen Scham, die damit im Zusammenhang steht. Andererseits fragen Sie, kurz gefasst, warum so viele Linke, die früher linke Parteien gewählt haben, darunter die Kommunistische Partei, heute ihre Stimme dem Front National geben. In Ihrem Buch kehren Sie aus Anlass des Todes Ihres Vaters zurück an den Ort, an dem Sie aufgewachsen sind, und Sie rekonstruieren anhand des Kontakts zu Ihrer Mutter und Ihren persönlichen Erinnerungen Ihre Flucht aus der sozialen Realität und der politischen und kulturellen Welt einer einfachen Arbeiterfamilie, die, wie auch ihr Umfeld, traditionell immer die Kommunisten gewählt hatte. Sie stellen fest, dass sie durch ihre Flucht nach Paris, ihren Bildungserfolg sowie ihre sexuelle Emanzipation als Schwuler einen Klassenaufstieg vollzogen und eine sexuelle Scham überwunden haben. Dass dies alles aber nur möglich war, um den Preis einer neu entstandenen sozialen Scham und das heißt einer Verleugnung ihrer Familie und Herkunftsklasse. Dieses individuelle Verleugnen steht übertragen auf einen größeren Rahmen für das Verleugnen, ja das Unsichtbarmachen, den Verrat an der Arbeiterklasse, der nach ihrer Beschreibung ab den 70er Jahren stattgefunden hat. Sie gehen in ihrem Buch der Frage nach, warum ein großer Teil der französischen Arbeiterklasse, die traditionell links und eben viele von ihnen kommunistisch wählten, wie gesagt heute den Front National wählen. Und ihre Erklärung ist, dass dies zu einem großen Teil die Schuld der Linken ist, die in den 60ern und 70er Jahren in Ämter gekommen ist und die das Wesens- und Gründungsmerkmal der Linken verdrängt haben. Nämlich die Thematisierung von sozialen Antagonismen und Herrschaftsverhältnissen. Ich möchte ein Zitat aus Ihrem Buch bringen, was aus der politischen Repräsentation und den kritischen Diskursen verschwand, war nicht nur die Arbeiterbewegung mit ihren Kämpfen und Traditionen, es waren die Arbeiter selbst, ihre Kultur, ihre spezifischen Lebensbedingungen, ihre Hoffnungen und Wünsche. Die linken Parteien mit ihren Partei- und Staatsintellektuellen dachten und sprachen fortan nicht mehr die Sprache der Regierten, sondern jene der Regierenden. Als Folge davon, ich habe es bereits erwähnt, sehen wir das Überlaufen eines großen Teils der Arbeiterklasse zum Front National. Und auch zu diesem Phänomen möchte ich Sie noch einmal zitieren aus Ihrem Buch. Sie schreiben dort, mit der Wahl der Kommunisten versicherte man sich stolz der Klassenidentität, man stellte diese Klassenidentität durch die politische Unterstützungsgeste für die Arbeiterpartei gewissermaßen erst richtig her. Mit der Wahl des Front National verteidigt man hingegen still und heimlich, was von dieser Identität noch geblieben war. So widersprüchlich es klingen mag, bin ich mir doch sicher, dass man die Zustimmung zum Front National als eine Art politischer Notwehr der unteren Schichten interpretieren muss. Sie versuchen, eine kollektive Identität zu verteidigen oder jedenfalls eine Würde, die seit je mit Füßen getreten worden ist,
und nun sogar von denen missachtet wurde, die sie zuvor repräsentiert und verteidigt hatten. Das ist, man muss es ganz klar sagen, kein Versuch einer Entschuldigung, sondern der Versuch einer Erklärung zu begreifen, was wir da heute sehen, was passiert. Und die große Frage ist, was ist nötig, um diese Entwicklung aufzuhalten, um sie umzukehren? Sie haben sich heute für die Lecture in diesem Zusammenhang ganz explizit für das Thema linker Populismus entschieden. Und ich bin sehr gespannt, wie Sie das, was Sie in Zeitungsinterviews, die auf Deutsch erschienen sind, schon angerissen haben, heute an diesem Abend hier ausführen. Ich bin mir auch sicher, es wird für die eine oder andere Kontroverse sorgen. Und ich freue mich, dass wir hier oben auf dem Podium Christina Keinel zu Gast haben. Sie ist Leiterin der Abteilung Strategie und Grundsatzfragen der Partei Die Linke. Und sie wird nach ihrem Vortrag die Gelegenheit nutzen zu einer Replik bzw. zu einer Weiterführung der Debatte, nämlich zu fragen, wie kann eine Klassenpolitik auf der Höhe der Zeit aussehen? Wie können wir heute dem Rechtsruck begegnen? Ich will nur noch ein paar kurze Anmerkungen zum Ablauf machen. Wir haben ungefähr eine Stunde Zeit für den Austausch hier auf dem Podium. Dann eröffnen wir ins Publikum und ich kündige schon jetzt an, wir werden eine relativ rigide Redezeitbegrenzung machen müssen. Es gibt sicher ganz viele Leute, die Fragen stellen wollen oder auch einen kurzen Standpunkt liefern wollen. Und das soll auch bitte für möglichst viele möglich sein. Also wir werden nach 3 Minuten, werde ich sozusagen vom Podium aus hier dann auch eingreifen und sagen, bitte zum Ende kommen. Jetzt bleibt mir nur noch übrig, mich kurz selbst vorzustellen. Ich bin Eva Völpel, Gewerkschaftssekretärin bei Verdi. Und damit, Herr Eribon, haben Sie das Wort und ich freue mich sehr, zu hören von Ihnen. Pardon. Merci. Je tiens à remercier la. Herzlichen Dank. Ich möchte der Rosa-Luxemburg-Stiftung herzlich danken für die Einladung heute Abend und ich freue mich, Sie alle hier zu sehen. Man hat mir gesagt, dass es sehr voll werden würde und darüber hinaus gibt es eine Videoübertragung. Und insofern begrüße ich natürlich auch die, die nicht hier im Saal sitzen, sondern im anderen. Ich werde Französisch sprechen, aber es wird eine simultane Verdolmetschung geben. Und ich habe etwas vorbereitet, kann das aber nicht in Gänze vorlesen, denn wenn man mit Verdolmetschung spricht, dann dauert es ja möglicherweise etwas länger. In jedem Fall habe ich einen Titel gewählt, Against Left-Wing Populism, Against Left-Wing Populism, auf Französisch contre le populisme de gauche und auf Deutsch heißt es dann gegen linken Populismus. Bevor ich auf diese Frage zu sprechen komme, aber möchte ich eine Vorbemerkung machen. Denn ich weiß, Sie sind besorgt. Und ich bin besorgt, und das wissen Sie, aktuelle Phänomene in einigen Ländern Europas und anderswo, also in Europa, insbesondere in Deutschland und Frankreich, aber eben auch anderswo und insbesondere in den USA, scheinen die politische Landschaft tatsächlich neu zu gestalten. Eine politische Landschaft, die reichlich unschön ist, die verabscheuungswürdig ist und, zögern will ich das Wort zu gebrauchen, beunruhigend ist, entsteht hier. Wir müssen uns natürlich fragen, und dafür wird in der Diskussion nachher Zeit sein, was die Gründe für diesen aktuellen politischen und ideologischen Rechtsruck sind und gewiss auch für das Abkippen eines großen Teils der Classe populaire, also der unteren Schichten und Abgehängten, in Richtung der extremen Rechten. In Frankreich ist das vielleicht nicht ganz so ausgeprägt wie in Deutschland oder umgekehrt. In jedem Fall beobachten wir sehr ähnliche Phänomene.
Einige dieser Fragen habe ich allerdings sehr ausführlich bereits in Rückkehr nach Reims behandelt und auch in diversen Interviews mit der deutschen Presse, die ich gegeben habe. Deswegen möchte ich mich heute einem anderen Aspekt widmen, und zwar der Frage, was können wir in dieser Situation tun, was kann unsere Antwort sein? Wie stellen wir uns dieser Lage, in die wir geraten sind, mit anderen Worten? Was sind die politischen und intellektuellen Strategien des Widerstands gegen diesen so stark ausgeprägten Trend des Nachrechtsrutschens? Was können wir also entwickeln an Strategien, an intellektuellen Strategien dagegen? Ich befasse mich in diesem Zusammenhang mit den Bewegungen, die in den unterschiedlichen Ländern, in denen sie aufgekommen sind, als eine Art Inkarnation einer möglichen Erneuerung einer progressiven und oder radikalen Praxis gesehen werden. Die großen Manifestationen, die wir in den letzten Jahren in verschiedenen Ländern sahen und die wir unter der Überschrift Kundgebung und Demonstrationen oder Occupy in den USA oder Los Indignados in Spanien oder jüngst auch in Paris als Nuit Debout einsortierten, scheinen eine Neudefinition oder jedenfalls Neuformulierung der Kategorien zu bedingen, in denen wir Politik denken. Und zwar sowohl die, die sich auf dem Terrain sozialer Proteste verortet, wie die, die innerhalb einer stärker institutionalisierten Logik, also insbesondere bei Wahlen, stattfindet. Allerdings darf uns die Sympathie, die wir angesichts dieses Ausbruchs politischer Energie und allem, was mit ihr zu tun hat, gegenüber empfinden, also der Enthusiasmus, der uns ergreift, wenn wir die Bilder aus Paris, Madrid, New York sehen, die Bilder dieser riesigen Demonstrationen und auch die Hoffnung, die natürlich immer mit Besorgnis einhergeht, angesichts der Veränderungen, die das für die institutionelle Politik bedeuten kann, die Entstehung neuer Parteien, neue Gesichter, neue Wege, sich den Problemen zu stellen und Lösungen zu finden, nicht abhalten lassen, die Prozesse, deren Zeugen wir werden, zu reflektieren, zu überlegen, was sie mit sich bringen, aber eben auch, was sie verbergen oder auslöschen. Wenn uns diese Bewegungen allein durch ihre Existenz und die sie begleitenden theoretischen Diskurse mit kritischen Fragen konfrontieren, und das meint uns alle, dann müssen wir umgekehrt auch Ihnen eine Reihe von Fragen stellen, und zwar weniger mit Blick auf die Modalitäten Ihrer Existenz als auf die begleitenden Diskurse. Und vielleicht müssen wir Kritik und eine Reihe von Forderungen an Sie richten. Schließlich ist, wie Edward Said, der Verstorbene, Edward Said sagte, gerade das Üben von Kritik, die kritische Wachsamkeit, die Rolle und Funktion der Intellektuellen. Said sprach zwar von Palästina und dem Kampf der Palästinenser, aber seine Worte lassen sich auf alle Bereiche des Handelns und der Forderungen übertragen. Keine Kritik ohne Hilfe, keine Hilfe ohne Kritik. Und dieser Aussage stimme ich zu. Ich bin fast versucht zu ergänzen, dass die Kritik eine Form von Hilfe ist, insofern, als man sich für das, was man kritisiert, engagiert und weil Kritik allen Beteiligten einer Bewegung oder eines Kampfes die Möglichkeit gibt, sich zu äußern, gemeinsam nachzudenken, sich öffentlich mit anderen Ideen auseinanderzusetzen und damit Diskurse und Praktiken beugt und modifiziert, das heißt neu orientiert. Zweifellos ist die kollektive Erarbeitung politischer Meinungen eine Notwendigkeit, die jede Bewegung anerkennen muss. Umso mehr, wenn sich diese für ihre Entwicklung Zeit nimmt, damit eben nicht einige wenige Verantwortliche oder politische Führer all denen ihre Ideen aufzwingen, die an der Bewegung beteiligt sind und die nur dann weiterhin dabei bleiben und partizipieren, wenn sie nicht das Gefühl haben, man raube ihnen ihr Redrecht. Ich möchte heute einige Fragen zu den Kategorien der Linken und zur politischen Praxis
Praxis aufwerfen, um auf einige zentrale Aspekte der politischen Theorie im Allgemeinen, ebenso wie auf Debatten, die wir seit einigen Jahren führen und die auch einen großen Teil der europäischen Linken umtreiben, zu sprechen kommen. Wir sehen das in Deutschland, in Frankreich, in Spanien. Ich frage also zunächst nach der Verbindung zwischen der Partei und dem Widerstand bzw. den Kämpfen. Réfléchir sur cette question. Und que peut aujourd'hui un parti de gauche, die Frage, was heute eine linke Partei sein kann, steht hier durchaus im Zentrum. Mein Beispiel für die Erörterung dieser Frage Partei, Widerstand, soziale Bewegung ist Spanien, denn Spanien scheint mir besonders interessant zu sein in dieser Hinsicht. Es ist natürlich immer so, dass eine solche Verbindung zu Konflikten innerhalb der Bewegung oder zwischen der Bewegung und ihren Sprechern führen kann. Und oft ist das tatsächlich auch gegeben, insbesondere wenn sich die Bewegung mit allen Strukturen und Organisationsformen, die das mit sich bringt, als politische Partei konstituiert. Kann eine Partei denn mit ihren Instanzen tatsächlich behaupten, sie vertrete eine Bewegung wie die der Indignierten zum Beispiel in Spanien, die sich ja gerade durch das Fehlen von Organisation auszeichnete und gern immer noch auszeichnen würde. Da es ohne ein Mindestmaß an Organisation keine dauerhafte Bewegung geben kann, sage ich nicht, dass die Indignados keine Struktur hätten, doch ihre Organisationsform ist durch Multiplizität, Pluralismus und Heterogenität charakterisiert. Gewerkschaften, Verbände, alte und neue, kleinere und größere politische Gruppen finden sich im gleichen Kontext. Eine Partei jedoch präsentiert sich als Kraft, die die Gesamtheit ihrer einzelnen Elemente umfasst. Und somit stellt sich die Frage der Organisation neu. Jede Partei weist eine gewisse Vertikalität in der Entscheidungsfindung auf, die einen Konflikt oder zumindest Spannungen gegenüber der Horizontalität der Bewegung bedeutet, die sich nur selbst autorisieren oder sich jedenfalls nicht notwendigerweise der politischen Agenda der Partei beugen will. Ne leur demande pas l'autorisation. Mais d'un autre côté, andererseits müssen sich die Bürgerversammlungen in Spanien, bei denen man sprach, diskutierte, Sichtweisen debattierte oder Entscheidungen über Maßnahmen traf, die den Menschen im Alltag helfen sollten, beispielsweise in Barcelona, als es darum ging, die von den Banken betriebenen Zwangsräumungen von Hausbewohnern, die ihre Kredite nicht mehr bezahlen konnten, zu verhindern, so wichtig sie auch sein mögen, diese Bürgerversammlungen, irgendwann die Frage nach ihren politischen Perspektiven stellen. Zwar können sie auf lokaler Ebene relativ einfach Listen für die Kommunal- oder Regionalwahlen vorlegen, relativ einfach, weil ja zwischen den verschiedenen Gruppen und Strömungen tausende von Kompromissen geschlossen werden müssen. Doch es funktioniert nicht, wenn es um nationale Wahlen geht und noch weniger, wenn es darum geht, eine signifikante Zahl von Mandaten und vielleicht sogar eine Mehrheit zu erringen. Dies ist nur möglich, wenn sich eine Partei verpflichtet, die entsprechenden Organisationsstrukturen zu schaffen. Was eben einhergeht, auch mit dem Einzug ins Parlament, wir sahen das bei Podemos und der Fortsetzung der Bewegung der Indignados und den extrem schwierigen und von Konflikten geprägten Beziehungen zwischen beiden. Die Gefahr besteht, dass eine Partei recht schnell autonom werden kann, sich also von denen absetzt, die ihre Kandidaten, Kandidatinnen wählte. Der Sprecher oder die Sprecherin, an denen das Rederecht delegiert wird, spricht für, aber auch anstelle derjenigen, die ihn oder sie wählen. Das ist traditionell das Wesen der Delegation. Nun möchte ich hier weder das System der repräsentativen Demokratie in Frage stellen, noch vorschlagen, es durch eine partizipative Demokratie zu ersetzen, die sehr leicht von politischen Parteien manipuliert werden kann. Wie wir zum Beispiel in Frankreich sahen, als die Berater der sozialistischen Kandidatin Ségolène Royal die Protokolle der Versammlungen schrieben, noch bevor diese abgehalten wurden. Avait rédigé les comptes rendus d'assemblées participantes avant qu'elles ne se tiennent. Die Ergebnisse lagen also vor, bevor sie tatsächlich verabschiedet waren.
Ein solches System, also eine solche partizipative Demokratie, wäre, denke ich, ohnehin nur auf lokaler Ebene sinnvoll und effizient oder vielleicht bei einigen wenigen Entscheidungen, die zwar wichtig sind, aber eben von begrenzter Reichweite, vielleicht im Bereich des Wohnens oder des Verkehrs. Es scheint jedoch so zu sein, dass dieses repräsentative System dem politischen Leben die am wenigsten demokratischen Partizipationsformen aufzwingt. Je nachdem, in welchem Land wir leben, dürfen wir alle 4 oder 5 oder 6 Jahre unsere politischen Vertreter und Vertreterinnen wählen. Und dieser Kalender ist dann auch der Kalender der Parteien. Die Parteien haben die Wahlen im Kopf, bereiten Wahlen vor und sind allem gegenüber skeptisch, was diese Vorbereitung stören könnte, insbesondere Kämpfe und Proteste. Die demokratische Kritik an der Demokratie führt uns zwar nicht auf dem Pfad der Ablehnung der repräsentativen Demokratie, jedoch bedingt sie die Ablehnung einer Erweiterung des politischen Feldes. Nicht nur Parteien, nicht nur Wahlen, sondern alles, was in der Gesellschaft entsteht, alles, was wir soziale Bewegungen, kulturelle Bewegungen, sexuelle Bewegungen und so weiter nennen, in dieser unendlichen Vielfalt, die sich in ihrer Vielfalt niemals allein auf sich beziehen und abschotten kann. Sie muss offen bleiben gegenüber der Zukunft und dem, was nicht antizipierbar ist. Deshalb lässt sich die politische Zeit oder die politische Zeitlichkeit nie auf den Wahlkalender beschränken, denn es ist immer auch die Zeitlichkeit der Bewegungen, seien sie dauerhaft oder vergänglich, temporär. Wahlen sind, so gesehen, der am wenigsten demokratische Moment, denn wir sind aufgefordert, diese oder jene Partei zu wählen und zwischen dem einen oder dem anderen Programm zu entscheiden, ohne dass wir Rederecht hätten. Und so wählen wir oft eine Partei gegen eine andere und die Partei, die wir wählen will, dass wir bis zum Ende der Legislaturperiode schweigen, ihr also nicht die Mehrheit nehmen. Treue also sozusagen bis zum Ende der Amtszeit. Wahlen könnten jedoch wirklich demokratisch werden, wenn die politischen Parteien ihre Ideen und Programme in dem verankern, was im gesellschaftlichen, kulturellen und intellektuellen Leben entwickelt wird. Wenn sich eine Partei als den Tiegel sieht, in dem die multiplen, hier und da entstehenden und sich entwickelnden Energien miteinander verschmelzen und sich gegenseitig stärken. Das Votum ist damit nicht länger die Summe der einzelnen abgegebenen Stimmen in der Wahl, sondern eine Form des Ausdrucks einer kollektiven Entscheidung und des Versuchs, dieser eine wirksame Richtung zu geben. In einem berühmten Text, also in Frankreich auf jeden Fall, berühmten Text mit dem Titel Élection Piège-Jacon, stellt Sartre das Wählen, das die Wähler individualisiere und voneinander trenne, also jeder bleibe bei seiner passiv übernommenen Meinung, dem Handeln gegenüber, beispielsweise dem Streik, im Vergleich zur Abstimmung per Handzeichen, in der die Meinung nicht mehr empfangen, sondern kollektiv produziert wird. Es ist also ein öffentlicher Akt, den wir hier beobachten können. Im ersten Fall sind wir alle Elemente einer Reihe oder Serie, im zweiten handelnde Mitglieder einer Gruppe, die es nur durch die und in der Kooperation aller mit allen gibt. Wenn wir handeln, sind wir also nicht die, die wir sind, wenn wir wählen. Sartres Beispiel ist frappierend. Es ist der Mai 68 in Frankreich. Im Mai 68 führten Millionen von Arbeitern einen langen, heftigen Streik. Im Juni hatten viele dieser Arbeiter genau das gaullistische Regime gewählt, dass der Streik nun destabilisierte. De Gaulle hatte Wahlen angesetzt, um den, in Anführungszeichen, Chaos
Also das war sein Wort, Chaos, ein Ende zu machen. Und diejenigen, die die Inkarnation dieses sozialen Chaos gegen die gaullistische Ordnung waren, gingen hin und retteten genau diese Ordnung. Also jeder von uns ist anders und denkt anders, je nachdem, ob er oder sie in Aktion ist oder in der Schlange vor der Wahlkabine wartet. Es ist eine schöne Analyse Sartres, es ist eine starke Analyse auch. Doch da, wo er die Serialität, das heißt die Tatsache, dass jeder von uns ein Einzelner in einer Reihe ist, getrennt von den anderen, selbst wenn er oder sie mit ihnen zusammen ist, und Sartre wählt hier das Beispiel der Warteschlange am Bus, wenn er also diese Serialität der Einzelnen der Gruppe gegenüberstellt, also dem Moment, in dem sich Einzelne zusammentun, um gemeinsam zu handeln, das heißt nicht getrennt von den anderen, sondern mit ihnen zu denken, ist es, so stark diese Überlegung auch sein mag, doch eine Tatsache, dass wir auch die Wahl in bestimmten Situationen und unter bestimmten Bedingungen als eine Art des Handelns einer Gruppe als solcher konzipieren. Situieren können. Die französischen oder italienischen Arbeiter, die in den 1960er und 70er Jahren die kommunistische Partei wählten, waren ihre perfekte Inkarnation. Sie konstituierten sich als Arbeiterklasse mittels ihrer Stimme für eine Partei, die behauptete, die Partei dieser Klasse zu sein. Ihre Wählerstimme war die performative Installation einer Klasse, die es nur gab, weil eine Partei, die ihren Diskurs in den Rahmen einer Klassentheorie und des Klassenkampfes einschrieb, sagte, sie sei Ausdruck, Vertreter und Verteidigerin dieser Klasse. Auch in Retour à Reims, in Rückkehr nach Reims, komme ich auf dieses Beispiel zurück und betrachte die Klassenwahl für die Rechte bei denen, die Arbeiterklasse sind oder waren. Es ist eine mobilisierte Gruppe, die ihre Würde wahren will, die abgeschottet ist und abgetrennt ist von jeglicher Einflussmöglichkeit. Empfindet sie. Assure un caractère durable à des revendications et à des aspirations collectives et donc à un groupe. Wir können sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, dass eine politische Partei auch dann Garant für den nachhaltigen Charakter der Forderungen und kollektiven Hoffnungen für die Gruppe ist, wenn die Mobilisierung endet. Auf eine Phase der Intensivierung folgt immer eine Phase der Verlangsamung und des Rückzugs einer Bewegung. Und in dieser Phase kann die Partei die Präsenz und Stärke der Gruppe aufrechterhalten. Die Frage der Nachhaltigkeit mobilisierter Gruppen ist relevant, denn die Partei als Form ist eine paradoxe Antwort, denn die Partei lässt die Mobilisierung andauern, während sich die Gruppe zurückzieht. Sie lässt die Gruppe weiterleben und muss dann, damit die Übung gelingen kann, aber verschwinden. Kommen wir zu einem anderen Problem, was mit den genannten Aspekten zusammenhängt, und ich entschuldige mich hier dafür, dass ich die ganzen Punkte nur anreiße. Innerhalb von 30 Minuten ist es nicht möglich, tatsächlich alles in extenso zu diskutieren. Der andere Aspekt. Wir müssen in der Tat nach den Kategorien fragen, in denen bestimmte politische Führer an der Spitze der neuen Parteien die mobilisierten Bewegungen denken. Das heißt, wir müssen nach den Kategorien der Wahrnehmung fragen, die sie jenen anbieten, die an der Mobilisierung teilhaben, um sich selbst zu denken. Die Abkopplung von der Gesellschaft steht immer und fast notwendigerweise gegen oder anstelle einer anderen bereits existierenden oder möglichen, tatsächlichen oder potenziellen Abkopplung. Wir müssen darüber sprechen, wie sich diese zunehmend in den Bewegungen der radikalen Linken auf internationaler Ebene, Podemos, Syriza, Occupy, Nuit Debout und so weiter, als Aufstand des Vaterlands gegen die Kaste bzw. als Widerstand des Volkes gegen die Oligarchen vollzieht. Dies ist eine politische Entscheidung, die mir wohl überlegt erscheint und die sich in jedem Fall und explizit auf intellektuelle Referenzen stützt, beispielsweise auf Ernesto Laclau und Chantal Mouffe und ihren strategischen Populismus.
Natürlich respektiere ich beide. Man kann auch jemanden respektieren und dennoch differieren in der Meinung oder in den Debatten. Denn die genannten Kategorien sind vage, fließende, nicht ermittelbare soziale und politische, sage ich. Und wir könnten vermuten, und dies ist es, was ich hier kritisieren möchte, dass dieser vage und ungenaue Charakter, der es quasi möglich macht, alle in den Kampf gegen eine winzige Minderheit einzubeziehen, genau der Grund ist, warum diese Kategorien so erfolgreich sind. Doch von einem Land zum anderen können der gleiche Diskurs, die gleichen Kategorien entgegengesetzte Bedeutung annehmen. Die gleichen Kategorien, die gleichen Worte bedeuten etwas anderes. In Frankreich zum Beispiel sagt man le peuple, das Volk, gegen la caste, die Kaste, oder la patrie, die Heimat, gegen Finanzen zum Beispiel. Und das ist die Rhetorik der Rechtsextremen. Natürlich werfe ich hier nicht Podemos und den französischen Front National in einen Topf. Doch es fällt auf, dass die Kategorien der Mobilisierung, also Heimat, Nationalgeschichte, das Volk gegen den fremden Feind, also internationale Finanzen oder globale Finanzen und so weiter, Gefühle und politische Passionen bergen oder anziehen können, denen gegenüber wir besser misstrauisch sein sollten, die wir mit Skepsis betrachten sollten. Wir sollten sie also nicht akzeptieren als große Hebel zur Mobilisierung der Bevölkerung. Ihre Bedeutung kann sich nämlich ändern und in eine Richtung entwickeln, die Angst macht. Ich weiß sehr wohl, dass nicht zuletzt die wirtschaftliche und soziale Lage Spaniens oder Griechenlands diesen Rückgriff auf die große Nation erklärt. Heimat und patriotische Geschichte gegen das Diktat der Kasten und der Banken. Das muss so sein, damit die Idee, dass eine ganze Nation, ein ganzes Volk sich einig gegen diejenigen stellt, die sich den Reichtum nehmen und alle anderen ins Prekariat drängen und verletzlich machen, wie wir das eben tatsächlich heute in Spanien und Griechenland beobachten können. Portugal wäre ein anderes Beispiel. Es wäre eine lange Liste, würden wir alle Länder nennen, in denen die Wirtschafts- und Sozialkrise besonders brutal und zerstörerisch wirkte, wo sich die Zukunftsaussichten fast aller verdüstert haben und wo sich daher die Differenzen nivellierten, die zuvor bewirkten, dass das Volk kein geeintes Volk war, sondern ein gespaltenes, wo die Nation eine gespaltene, von tiefen gesellschaftlichen Kluften geprägte war. Diese Überlegungen, das Volk, die Nation gegen die Kaste, gegen die Oligarchie, sind jedoch, und das möchte ich betonen, keine theoretische Analyse der Mechanismen der Macht, der Herrschaft oder der Unterdrückung. Vielmehr handelt es sich um nützliche Slogans, aber nützliche Slogans, die sich langfristig als ebenso gefährlich erweisen, wie sie kurzfristig von Nutzen sind. Daher darf ihr Nutzen nur als strategischer und temporärer erachtet werden. Ich erinnere nochmal an Chantal Mouffe und den strategischen Populismus. Sie dürfen also nur als strategisch und temporär erachtet werden und wir müssen vorsichtig sein, wenn wir uns auf diese großgeschriebenen Großideen beziehen, Heimat gegen Kaste, das Volk gegen die Profiteure. Denn das, was im sozialen Kontext passiert, ist relevant. In Frankreich, Nuit Debout, in New York, Occupy, in Spanien, die Indignados, das waren in einer großen Mehrheit Studierende, das war nicht das Volk. Also vergessen und ignorieren wir nicht, dass die Versammlungen auf der Straße oder die Versammlungen an den Wahlurnen
als Mittel, Kontinuität zu erzielen und dauerhaft zu erhalten, was die Proteste auf den Straßen produzieren, von Widersprüchen, Spannungen und unvereinbaren Forderungen gekennzeichnet sind, die zum Beginn einer Mobilisierung vielleicht weniger sichtbar erscheinen, dann jedoch ganz schnell dazu beitragen können, dass die scheinbare Einheit auseinanderbricht. In Istanbul zum Beispiel fanden sich fundamentalistische religiöse Sekten, die Frauenbewegung und LGBT auf ein und demselben Platz protestierend, koexistieren. Doch es war eine Koexistenz in der Opposition, im Widerstand gegen eine repressive Macht, die nur kurze Zeit die inneren Widersprüche der enorm heterogenen Bewegung verdecken konnte. Konvergenz lässt Divergenzen nicht verschwinden. Und es handelt sich auch keineswegs um eine simple Konvergenz von Kämpfen und Bewegungen, um die einfache Verbindung oder Fusion politischer Kräfte, die früher an der Veränderung der Gesellschaft arbeiteten und die wir als eine ihrer zahlreichen Komponenten die Linke nannten oder als soziale Bewegung bezeichneten, die wir in der Regel links verorten. Nein, es handelt sich hier vielmehr um eine vollständige Neukonfigurierung des politischen Raumes, denn es geht darum, die Kluft zwischen links und rechts verschwinden zu lassen, um gemeinsam die Menschen auf der linken und rechten gegen die vermögende Elite zu mobilisieren. Es zeigt sich in zahlreichen Beispielen. Ich verstehe zum Beispiel, dass wenn man durch Wahlen an die Macht will, auch die Wähler erreichen muss, die bisher für andere Parteien stimmten. Und Syriza steigerte den eigenen Wähleranteil von 5% auf 36%. Aber wir sahen auch, dass das nicht reichte. Es reichte nicht, um die Mehrheit im Parlament zu haben. Syriza musste ein Bündnis mit einer rechten bzw. rechtsextremen bzw. nationalistischen, rassistischen und homophoben Partei eingehen, um die Mehrheit zu haben, um regieren zu können. Syriza argumentierte, dass es sich dabei um die Verbindung der politischen Kräfte handele, die gegen Austerität und das Diktat von IWF und EZB kämpften. Nun, wir sind also konfrontiert mit einer Situation, dass diejenigen, die wir hassen, plötzlich einbezogen werden und der Diskurs, den sie führen, dem unseren sehr ähnelt oder umgekehrt. Und das ist in hohem Grade problematisch. Wir werden nämlich Zeugen eines politischen und diskursiven Bemühens darum, die Kluft zwischen rechts und links zu überwinden und mehr noch die Analyse der Gesellschaft mit den Begriffen der Klasse, der Klassenherrschaft und der sozialen Reproduktion vermittelt durch die Idee, dass das geeinte Volk gegen den kleinen Kreis, gegen das 1% stünde, das im Besitz des Reichtums ist, geführt wird. Occupy Wall Street hatte den Slogan: Sie sind 1%, wir sind die 99%. Es versteht sich von selbst, dass man, wenn man die Gesellschaft teilt in 99% wir und 1% die anderen, den Anschein erwecken will, dass das geeinte Volk oder jedenfalls das Volk, das protestiert, eine Gesamtheit von 99% darstellt, die einzig aufgrund der Tatsache, dass es protestiert, sagen kann, wir sind das Volk und damit einen mächtigen politischen Korpus produziert. Als gäbe es keine profunden Status- oder Bildungsunterschiede mehr, als gäbe es die gleichen Zukunftschancen, trotz großer Unterschiede beim kulturellen und sozialen Kapital, was relevante Dimensionen sind, die wir nicht übersehen dürfen, wenn wir uns mit der Ungleichheit befassen. Wenn man nur das ökonomische Vermächtnis, also das der Reichsten sieht und seine Weitergabe, dann ignoriert man, wie die Mechanismen der sozialen Reproduktion und der Klassenherrschaft real funktionieren. Da es keine allgemeine Theorie des Kapitals gibt, greift man am Ende auf die Ideologie der persönlichen Meriten, des Bemühens und der Arbeit zurück, wie es das infratheoretische und daher unwürdige Buch von Thomas Piketty macht, der den gesellschaftlichen Formen der Herrschaft gegenüber total blind ist und dafür die konservative Ideologie, die Ideologie der Bourgeoisie in der historischsten Bedeutung des Begriffs wieder aufgreift. Die Bourgeoisie, die in ihrer Kompetenz gegenüber den vererbten Privilegien der Aristokratie sich behauptet. Innerhalb dieser 99% herrscht massive Ungleichheit.
die durchaus gerechtfertigt wäre, würde sie tatsächlich auf Verdienst und Arbeit basieren. In Wahrheit jedoch beruht diese Ungleichheit auf dem Besitz kulturellen Kapitals oder unverblümter gesagt auf dem ökonomischen Kapital, das den Zugang zu den noblen Pfaden einer höheren Bildung und damit zu den Diplomen gewährt, die sich hinter dieser Ideologie der persönlichen Meriten und Arbeit verbergen und den Kindern der ökonomischen und kulturellen Bourgeoisie vorbehalten bleiben, die als einzige Zugang dazu genießen. Wir haben es also hier mit sehr viel Ungleichheit zu tun. Was Piketty im Grunde vorschlägt, also ist die Fortschreibung der Ideologie der Bourgeoisie im historischen Sinn des Begriffs. Wir haben es also mit einer anderen Form von Erbprivilegien zu tun, mit einem grundlegend inegalitären Schulsystem, dem zentralen Ort der Perpetuierung der Klassenherrschaft in heutiger Zeit, wie ich in meinem Buch auch noch einmal ganz deutlich belege. Also lebt die Ideologie der Bourgeoisie in diesem historischen Sinn weiter, Abschaffung der Privilegien, die mit der Übertragung eines Erbes zu tun haben, um sie durch das zu ersetzen, was Piketty Verdienst und Arbeit nennt. Das heißt, die Legitimation der Herrschaft der Bourgeoisie, die sich mit schulischen und akademischen Titeln auszeichnet und damit als Bourgeoisie leugnet. Piketty, das ist nicht das Kapital im 20. Jahrhundert, sondern das Kapital am Ende des 17. Jahrhunderts. Piketty ist ein prämarxistischer Ideologe. Und hier zeigt sich der Zusammenhang zwischen dem Verschwinden des Marxismus und jedenfalls in Frankreich und der Rückkehr zur konservativen, homogenisierenden Wahrnehmung der Gesellschaft. Denn wenn wir 99% sagen, dann müssen wir auch von der Gewalt und von der Hierarchie und von diesem inegalitären Schulsystem sprechen. Es gibt noch ein anderes Problem. Will man Linke und Rechte gemeinsam gegen die politische Gewalt mobilisieren? Und das ist die Frage, die im Raum steht. Will man das? Und ich sage, warum nicht? Ich sage nicht, dass man das nicht tun sollte. Und das geschieht ja auch immer wieder, mehr oder weniger, auf unterschiedlichem Niveau. Wenn man zum Beispiel für bessere Löhne oder Arbeitsbedingungen streikt, dann muss man natürlich sehen, wie sich das einbettet in den politischen Diskurs. In einem Land wie Spanien zum Beispiel, um bei diesem Beispiel zu bleiben, haben wir als konstitutive Elemente einer Kultur der Linken die Frauenrechte, das Recht auf Abtreibung, Rechte für Schwule, Lesben, Transgender, Rechte für Migrantinnen und Migranten, für Flüchtlinge. Auch die Aufnahme der Flüchtlinge. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine linke Partei hingeht oder eine linke Bewegung und sagt, Flüchtlinge kommen in unserem Programm nicht vor. Hier zeigt sich eine andere prinzipielle Spaltung. Es reicht nämlich nicht, Klasse durch Volk und Kaste zu ersetzen und zu verhindern, dass andere Kluften sich auftun. Zunächst, weil man, wie ich schon sagte, das Volk, wenn man 99% oder 90% oder 80% der Bevölkerung so bezeichnen möchte, nicht als homogenes Ganzes verstehen darf, weder was den Besitz eines gewissen ökonomischen Kapitals noch was den Besitz eines kulturellen, sozial übertragenen oder vererbten Kapitals
Kapitals angeht. Und letzteres ist immer mit bestimmten Formen eines ökonomischen Kapitals verbunden, sondern auch, weil das Konzept Volk dekonstruiert werden muss, da es notwendigerweise von Herrschaftsformen durchzogen ist, die sich nicht durch eine imaginäre Einheit, Einigung oder Homogenisierung tilgen lassen. Arbeiter, Arbeitslose, prekär beschäftigte Frauen, LGBT, Immigrantinnen und Immigranten, Flüchtlinge und so weiter gehören zum Volk. Die Liste ist übrigens lang, aber sie gehören zum Volk, jedoch mit eigenen spezifischen Forderungen, denen sich andere Gruppen der mobilisierten Bevölkerung in diesem Volk radikal und vehement entgegenstellen. Also unabhängig davon, ob es 80%, 90%, 99% sind, es gibt diese inhärenten Differenzen. Selbst wenn man sich einig ist, gegen die wirtschaftliche Gewalt kämpfen zu wollen, hat man die Auseinandersetzung mit denen, die für jeweils spezifische Rechte, für Arbeiter, Arbeitslose, prekär beschäftigte Frauen, LGBTI und andere eintreten. Das sehen wir bei uns im Land, bei mir, aber auch in vielen anderen Ländern. Vielleicht soweit erstmal. Ich habe ja schon einiges gesagt. Und alles andere sage ich nachher in der Diskussion. Surtout, je suis en train de perdre complètement ma voix. Und außerdem komme ich an dieser Stelle zum Schluss, um vielleicht noch 5 Minuten wieder einzuspielen, die ich vielleicht eben zu lange gesprochen habe. Ja, vielen Dank. Ich würde dann auch direkt an Christina Keinel gerne das Wort weitergeben und vor allen Dingen natürlich nochmal die Frage stellen wollen, wie weit du diese Analyse teilst, die Didier Iribon ja sehr zuspitzt, zu sagen, wir haben es in der Linken in verschiedenen Ländern mit diskursiven Vereinfachungen zu tun und mit sozusagen einer politischen Praxis zum Teil auch, die anschlussfähig ist nach rechts. Und da würde ich dich bitten, oder da nehme ich an, dass du auch noch ein paar Worte zu sagen wirst. Und die andere Frage ist natürlich, wenn wir sozusagen vor dieser schwierigen Situation stehen, wie Didier Iribon das beschreibt, dass diese Kategorien sich verwischen, wie wäre denn eine Klassenpolitik möglich und denkbar, die in der Tat eine populare Interessen und populare Mobilisierung ermöglicht, ohne in solche Fallen zu tappen? Schöne kleine Frage. Bon courage. Thank you very much. Vielen Dank zunächst für die Einladung, die mich sehr gefreut hat. Ich würde versuchen, diese Fragen auch zu behandeln. Ich würde aber einige, vielleicht andere Einstiege noch finden. Wir haben ja jetzt fast gar nicht über das Buch selbst gesprochen. Ich finde, offensichtlich hat das Buch in der Rezeption, in der Öffentlichkeit und auch hier im Raum ja einen Nerv getroffen, der natürlich mit dem Hintergrund zu tun hat, den Didier angesprochen hat, die AfD, der Erfolg von Trump, den Aufstieg der extremen Rechten. Ich glaube, das hat aber auch damit zu tun, dass es auch ein Buch ist über soziale Schließung, über gestohlenes Leben und gestohlene Zukunft von Leuten, über die wir nichts wissen, normalerweise. Iribons Buch ist eine sehr persönliche Reise und es ist aber auch entstanden vor dem Hintergrund seiner wissenschaftlichen Arbeiten, aber es ist eigentlich nicht zuvorderst eine wissenschaftliche Studie. Ich glaube, die Resonanz ist nicht nur ein Kompliment für sein Erzählen, sondern sagt auch etwas über das Schweigen der anderen und über den Stand der wissenschaftlichen Diskussion. Es gibt offensichtlich kaum Wissen über das Alltagsleben von Menschen, von arbeitenden und armen Menschen und vor allem kein Wissen, das empirisch und zugleich mitfühlend und parteilich ist. Die Information oder die Diskussion darüber, welche Erfahrungen und welche in der Arbeitswelt, welche neoliberalen Umgestaltungen dazu geführt haben, dass sich Leute, die sich früher vor allem den großen Arbeiterparteien zugewandt haben, sozusagen der extremen Rechten, Anfang der 2000er ja ein fast europaweites Phänomen gewesen, warum die sich dem zugewandt haben, darüber gibt es sehr wohl Studien, aber wenige davon berühren uns
Viel davon hat meines Erachtens auch damit zu tun, dass die Methode in diesen Wissenschaften dazu da ist, Distanz zwischen uns und den Leuten aufzubauen, über die wir sprechen. Und dass Forschungsansätze, die die Betroffenen zu Wort kommen lassen und sie auch in die Position von Subjekten der Veränderung bringen wollen, dass diese Tradition in der Forschung und der Wissenschaft zumindest in Deutschland weitgehend abgebrochen ist. Es ist lange her, dass es Studien zur Lage der Arbeiterklasse gegeben hat. Bourdieus Elend der Welt hat keine deutsche Entsprechung. Es gibt was Ähnliches in der Schweiz, aber nicht ganz so. Und selbst ihre, Bourdieus Untersuchung ist ja keine, die nach gemeinsamen Handeln der Betroffenen fragt, sondern zunächst nachzeichnet, wie bestimmte gesellschaftliche Veränderungen sich im Erleben der Menschen niederschlagen. Das heißt, die Diagnose, dass die Repräsentation, aus der Repräsentation nicht nur die Arbeiterbewegung, sondern die Arbeiter selbst gefallen sind, stimmt offensichtlich nicht nur für die wissenschaftliche oder nicht nur für die öffentliche, sondern auch für die wissenschaftliche Diskussion. Dass die Neugier auf Erfahrungen der Arbeiterklasse erst die Öffentlichkeit ergreift, als sich Teile von ihr den Rechten zuwenden, das ist, zeigt sozusagen, dass diese Hinwendung tragisch ist und falsch, aber nicht irrational, sondern sie ist, ihre Begründung ist Notwehr, sie ist auch ein Dokument eben dieser Repräsentationslücke und meines Erachtens ist es nicht nur eine wichtige Aufgabe linker Politik, sondern auch, wir sind ja hier in der Rosa-Luxemburg-Stiftung, auch linker Wissensproduktion und Forschung, eine Forschung zu befördern, die dem sozusagen anderes Wissen, aber auch anderes Veränderungswissen und so entgegensetzt, dass die Betroffenen Subjekte dieser Veränderung und nicht Objekte nur ihrer Beforschung sind. Das nur zur Vorbemerkung, da ich ja aus. ja, ich würde gerne einen anderen kurzen Schlenker noch, nachdem wir jetzt recht wenig über die Rechten gesprochen haben, nochmal machen. Erebron zeigt ja anhand seiner, der Erfahrung seiner Mutter, wie die Rechten in die Welterklärung von Arbeiterinnen und Arbeitern eingedrungen sind, wie sich die Gegnerbestimmungen verändert haben und dann auch die politische Zugehörigkeit. Also er sagt, ich habe in meiner Familie gesehen, wie sich das Weltbild verschoben hat, aus wir Arbeitern gegen die Bourgeoisie wird, wir Franzosen gegen die Migranten. Was mich erinnert hat an Untersuchungen von Stuart Hall aus den 1980er Jahren, also sehr lange her, in denen er den damaligen sogenannten autoritären Populismus verbunden mit Margaret Thatcher analysiert und zeigt, wie dieser eben mit der Umdeutung solidarischer Positionen, die ursprünglich hießen Against the Bosses for the Blacks, eben rassistische werden, Against the Bosses, Against the Blacks und damit sozusagen die rassistische Umdeutung dieser in der Alltagskultur sozusagen der Arbeiterinnen und Arbeiter erfolgreich implementieren und es ihnen gelingt, sozusagen Teile der Arbeiterinnenklasse zu einem politischen Projekt herüberzuziehen, von dem sie materiell nichts zu erwarten haben, außer eben einen kulturellen Kampf, der sie höher stellt als andere. Gramsci bezeichnet das als Transformismus, nur da wir in der Stiftung sind, wollte ich das Wort auch nochmal nennen. Also sagen, dass es gelingt, eben die soziale Basis, in die soziale Basis anderer Parteien, Klassen und politischer Formationen einzudringen und sie umzulenken und sie sozusagen zu enteignen. In Deutschland war das ja interessanterweise, oder ist es zeitversetzt, es war Anfang der 2000er Jahre, war Deutschland ja ein Kernland genau dieses Übertritts der Sozialdemokratie zum Neoliberalismus. Die Neue Mitte und New Labour sind ja praktisch hier gebrandet worden. Im Unterschied zum konservativen Neoliberalismus von Kohl ist es dann erst mit der rot-grünen Regierung gelungen, einen Durchbruch mit dem Abbau von Beschäftigungsrechten, Steuersenkungen für Reiche und Unternehmen, Privatisierung und Liberalisierung zu schaffen. Sie verschaffen sozusagen der Einschränkung des Wohlfahrtsstaates, der Absenkung der Reallöhne, und eine Verallgemeinerung der Diskurse um Eigenverantwortung, Zumutbarkeit und Beschäftigung, eine gesellschaftliche Hegemonie. Das ist ihnen unter anderem dadurch gelungen, dass sie es geschafft haben, sozusagen die soziale Basis des Neoliberalismus eben über das Kohlsche Klientel hinaus zu verbreitern, versprachen Integration und Akzeptanz für queere Lebensentwürfe, Frauen, alles, was sozusagen unter dem Konservativismus zu leiden hatte. Ich glaube, das ist wichtig auch noch ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, weil die kulturellen Kämpfe, die die Rechten führen, in denen sie behaupten, dass die kulturelle Liberalisierung sozusagen der Weg ist, mit dem man den Neoliberalismus bekämpfen kann, der kommt auch daher, dass es einen tatsächlichen Shift sozusagen gab in dieser Einbindung von Teilen der Frauenbewegung, Teilen der queeren Bewegung in den Neoliberalismus. Die psychischen Kosten der neuen Arbeitsregime oder des aktivierenden Sozialstaates wurden damals kaum Teil der öffentlichen Debatte. Vielleicht erinnern sich einige noch an die Werbekampagnen für die Ich-AG, in denen man lernen konnte, wie wahnsinnig selbstverwirklicht man Senf kochen kann zu Hause. Oder die Fernsehsendungen, in denen man lernt, sich sozusagen auf die neuen Anforderungen
einzustellen. Arbeitsleid und Zumutung des Alltags, Zukunfts- und Abstiegsängste hatten kaum eine politische Vertretung in den großen Parteien und waren auch in der öffentlichen Debatte weit nach hinten gedrängt. In Europa haben insgesamt die rechten Parteien es vor diesem Hintergrund geschaffen, das hat Eribon ja geschildert, sozusagen sich als neue Vertreter der kleinen, hart arbeitenden Leute darzustellen. Sie versprechen Repräsentation oder zumindest eine Projektionsfläche für enttäuschte Erwartungen und Kränkungen. Und sie bieten in gewisser Weise eine politische Mobilisierung im Sinne eines Feindes an, indem sie sagen, die politische Globalisierung oder der Neoliberalismus lässt sich bekämpfen in der ausländischen Wohnbevölkerung, in den Migranten, in den Flüchtlingen, die als Repräsentanten der Globalisierung vor Ort wahrgenommen werden. Interessant dennoch, dass es in Deutschland ja etwas anders gelaufen ist. Einerseits gab es so eine sogenannte populistische Unterströmung, hat Ursula Birsel das genannt, in der alle Parteien oder alle Großen zumindest sozusagen da ein wenig mitgemischt haben. Aber erst als Merkel versucht hat, sozusagen ihre soziale Basis zu erweitern auf Kosten der SPD, ist Platz geworden am rechten Rand sozusagen für Leute, die sich gegen diese Modernisierung des Konservativismus aufgemacht haben. Vor allem aber, glaube ich, ist der Unterschied zu anderen europäischen Ländern, dass genau in dem Moment, in dem die Sozialdemokratie zur neuen Mitte und zum Neoliberalismus rüberrückte, in Deutschland eine neue linke Partei entstanden ist, die eben genau diesen Protest und Unmut bündeln konnte und zumindest für eine Zeit, wie soll man sagen, der Gatekeeper war, dass der Protest gegen diese Zumutung auch links artikuliert werden konnte. Die Linke hat insofern sozusagen Interessenwidersprüche zur Sprache gebracht, die hinter der Behauptung von Sachzwang und Alternativlosigkeit verborgen werden sollten. Sie hat den Neoliberalismus als Klassenprojekt von oben angegriffen, auch wenn ihr Klassenbegriff vielleicht der unteren Klassen, sagen wir mal zumindest nicht einheitlich in der Partei, vertreten ist oder klar ist. Aber die Linke ist als Parteiprojekt eben entstanden, um die Interessen von Erwerbslosen und Abgehängten mit den Kernbelegschaften, die Befreiung von Rassismus und Sexismus mit gewerkschaftlichen und antikapitalistischen Kämpfen zusammenzubringen. Das heißt nicht, dass das alles gelungen ist, aber es heißt sozusagen, dass damit eine politische Formation angetreten ist, die, würde ich sagen, einen anderen Gründungskonsens hat, als das, was Eribon jetzt gerade nochmal sozusagen als Ausdrucksverhältnis zwischen Arbeiterklasse und kommunistischer Partei oder Ähnlichem dargestellt hat. Die Widersprüche der gesellschaftlichen Linken gehen dabei durch die Partei durch. Nicht immer ist das Nebeneinanderstellen von unterschiedlichen Zielen und Interessen schon eine Verbindung, indem man sagen kann, da haben wir ein Projekt geschaffen und ein Klassenbegriff, der die realen Erfahrungen trifft und die verschiedenen Erfahrungen wiederum zusammenbringen kann. Das ist sicherlich eine Aufgabe, die sich uns da noch stellt. Wenn ich ein bisschen aus dem Buch sozusagen, habe ich einige zentrale Problemdefinitionen herausgelesen, sozusagen, dass Eribon sagt, die Linke, und da bin ich oft so ein bisschen, komme ich manchmal so ein bisschen ins Schwimmen, dass die Linke in meinem Verständnis in dem Buch zumindest immer die Sozialdemokratie ist, die sich in die Fänge des Neoliberalismus begeben hat und die Sprache der Herrschenden spricht, nicht die Interessen der Unteren vertritt, keinen Gegnerbegriff hat und so weiter. Die Frage wäre vielleicht doch auch nochmal, warum das eigentlich 1:1 die kommunistische Linke in Frankreich in gleicher Weise betrifft. Also ist es so, dass die sozusagen, dass die kleineren linken Parteien an der Hegemonie der Sozialdemokratie hängen und mit ihr in den Abgrund trudeln müssen, wenn die das macht? Oder was ist eigentlich das, was hier, also wie verhält sich das zueinander? Eribon schreibt sehr schön, dass für die Unteren schon immer die Frage, ob es Klassen gibt, eine absurde war, weil sie ein Alltagserleben war, dass, wenn man unten ist, weiß man auch, dass es Klassen gibt. Heute ist die Herausforderung für eine Klassentheorie oder Klassenanalyse ja nicht in gleicher Weise klar. Denn es geht ja nicht nur darum, die Erfahrung von Ausbeutung und Unterdrückung, den Raub von Lebensperspektiven zur Sprache zu bringen, das auch. Wir müssen aber ja auch über Deklassierung sprechen, die gleichzeitig als kulturelle Mittelschicht daherkommt. Also Leute, die sich eben nicht als Arbeit von sich aus, nicht als Klasse und nicht als unten empfinden, aber dennoch, würde ich sagen, deutlich Teil der Arbeiterklasse in ihrer neuen Fragmentierung sind. Das ist vielleicht ein neues Moment von, das ist nicht mehr persönliche Flucht aus der Arbeiterklasse, aber es ist eine tradierte Schamdistanz, zumindest was sozusagen die Organisierung
hemmt. Die Gesichter der Arbeiterklasse haben sich vervielfältigt. Facharbeiter üben Tätigkeiten aus, die früher Angestellte gemacht haben. Die Arbeit der Kassiererin ähnelt immer mehr der Fließbandtätigkeit. Junge, prekäre Akademiker verdienen zum Teil nicht mehr als Hartz-IV-Bezieherin und so weiter. All das muss ja auf den Begriff gebracht werden als Teil einer neuen Klassenanalyse und muss dann auch noch in Politik gebracht werden. Also die Gemeinsamkeiten müssen nicht nur analytisch herausgearbeitet werden, sondern es muss auch darum gehen, sie zum Gegenstand von Auseinandersetzungen zu machen, in denen die Menschen tatsächliche gemeinsame Interessen haben können, erleben können, die durch ihre eigenen Köpfe und Füße gegangen sein müssen, damit sie überhaupt für sie selber relevant und insgesamt politisch wirksam sein können. Die zweite Problemdefinition ist das, was wir jetzt am Ende auch angesprochen hatten, sind die Verbindung der neu zu findenden Klassenpolitik einerseits mit queeren feministischen und anderen Bewegungen andererseits. Ich halte die Aufgabenstellung für richtig. Auch hier ist aber ja die Frage, wie tut man es denn und wie ist es nicht nur eine Realisierung von Ansprüchen? Ich habe einerseits so ein bisschen Probleme mit dem Bild der Linken, die zum Teil durch die Interviews gegangen ist, in denen sozusagen die Linke der LGBT-Community erzählt, dass sie ihre Interessen erstmal bis nach dem Klassenkampf aufschieben soll. Die weiß nicht, wie das in Frankreich ist. Bei uns kenne ich das so nicht. Traut sich vielleicht niemand so richtig. Schon, dass, also sozusagen, dass man sich nicht im Klaren ist über den Klassenbegriff, das kenne ich schon, aber ich glaube, wir müssen irgendwie die Gegenüberstellung, die wir jetzt in der Diskussion auch hatten, sozusagen hier die Bewegung, dort die Partei und wie findet das nun zusammen oder wann dominiert die Partei die Bewegung, ich glaube, dass wir aus diesem Innen-Außen-Bild rauskommen müssen und wie ich versucht habe, an der pluralen Linken zumindest ein bisschen anzudeuten, auch schon draußen sind, nur dass wir jetzt dadurch die Probleme noch nicht gelöst sind. Also dass die Frage, wie man real die Interessen der LGBT mit gewerkschaftlich organisierten Arbeitern verbindet, sozusagen so, dass sie tatsächlich alle das Gefühl haben, dass sie was Gemeinsames wollen, ist damit noch nicht geklärt. Aber es ist zumindest kein reines hier die Bewegung, dort die Partei und die ist immer bei den Arbeitern und da ist die Bewegung mit den LGBTs Problem sozusagen. Ich glaube, dass die Herausforderung ist, wie über Politik insgesamt neu gedacht werden kann. Es ist ja, wenn wir nochmal zurückkommen, ein bisschen auf die Frage sozusagen der Repräsentation als Problem. Es gibt ja auch eine weit verbreitete Erwartung an gelingende Repräsentation, die zum Teil noch geprägt ist von früheren Erfahrungen, wo tatsächlich mehr zu erwarten war, sozusagen aus den Verhandlungsrunden des Korporatismus. Das betrifft einerseits die Erwartung, dass in den Parteien eben eigene Weltbilder aufgerufen werden, wie Eribon schreibt. Aber damit verbunden ist ja auch die Erwartung, dass reale Interessen bedient werden. Und ich glaube, dass also die Erwartung, dass den Kindern einmal besser gehen wird, dass die Zukunft nicht schlechter, sondern besser wird, das sind ja nicht nur Diskurspolitiken gewesen, sondern das waren materielle Erfolge, die erkämpft worden sind und die sich dort auch sozusagen da eine Verbindung hergestellt haben. Die Frage ist, was denn das heute in den engen Grenzen, die der neoliberale Staat und die Hegemonie sozusagen reformerischer Politik setzt, was denn das sein kann. Es sind selbst relativ milde Reformprojekte zurzeit ja nur gegen den massiven Widerstand von Vermögens- und Kapitalbesitzern, von wirtschaftlicher und politischer Elite durchsetzbar. Das heißt, radikale Transformation und linke Reformpolitik gehören vielleicht enger zusammen als früher zumindest. Und das muss in den Mittelpunkt sozusagen der linken Politik. Eine Linke, die nur die geschwächte und zum Teil entleerten Institutionen des neoliberalen Staates oder unsere Demokratie verteidigen würde, würde eben genau diese Konflikte und diese Interessensgegensätze nicht auf den Begriff bringen, den Eribon zu Recht einfordert. Wo ist die Nummer 7? Um nochmal auf den Populismus und die linke Politik zu kommen, ich teile viel von dem. Ich halte das für richtig zu sagen, sozusagen die populistische Zuschreibung, sozusagen die da oben gegen wir hier unten, wir das Land gegen die fremde Elite, das sind richtige Problematisierungen. Sie sind keine zutreffenden Gegnerbestimmungen. Sie richten sich zwar gegen die Oberen, es schwingt aber immer die Möglichkeit mit, dass auch die Fremden gemeint sein könnten. Nicht so klar finde ich, ob alle gleich problematisch sind. Also die Mobilisierung gegen die Wall Street ist natürlich auch nicht so, dass die Wall Street sozusagen jetzt der Gegner ist oder der Einzige oder die Ausbeutung in der Wall Street wohnt. Es ist aber auf der anderen Seite
durchaus ja ein Punkt, der recht gezielt getroffen ist als ein zentrales Merkmal des finanzgetriebenen Kapitalismus, kann man sagen, da kann man schon viel verorten an Problemen. Dass im Fordismus auch Kapitalismus war und das in der Automobilindustrie auch und auch verschärft und ausgebeutet wird, das will ich damit gar nicht zurückgenommen wissen, aber ich glaube, die Frage ist ja schon ein bisschen, wann ist der Populismus sozusagen ein Versuch, den Gunst einer kommunikativen Stunde zu nutzen, in dem bestimmte Positionen durchdringen können, also eine temporäre Erscheinung, wie Rimbaud auch gesagt hat. Das kann Sinn haben, wenn, keine Ahnung, in der Wirtschaftskrise die Regierung sagt, in der Krise halten wir alle zusammen, dann ist es richtig zu sagen, hier sind wir und dort seid ihr und ihr kümmert euch um eure Probleme selber. Und damit eben unterschiedliche Interessen deutlich zu machen. Und auch bei 99% und 1% war meine Wahrnehmung weniger, dass das eine Klassenanalyse ist, als zu sagen, das 1%, damit verbindet sich ja die starke Ungleichheit des Reichtums. So, das war ja eigentlich das, was darin problematisiert worden ist, dass das 1% über derartige, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, Anteile des gesellschaftlichen Reichtums in den USA verfügte. Aber ich, okay, also da würde ich schon entgegenkommen sozusagen, dass das problematisch ist. Aber ich glaube, das eigentliche Problem ist, glaube ich, die populistischen Positionierungen müssen auch vor dem Hintergrund der Strukturierung der Öffentlichkeit gesehen werden. Mit was kommt man eigentlich mal durch? Vor dem Hintergrund des Populismus der Mitte, der ständigen Behauptung im Sinne aller, der Mehrheit der Bevölkerung zu handeln, das ist ja kein linkes Phänomen, sondern das ist die Struktur, wie der politische Diskurs sich als permanente Lüge realisiert. Die Menschen setzen dann ihre Hoffnung auf die Person oder das politische Projekt. Aber natürlich muss das linke Projekt darin bestehen, dass die Leute über ihre eigenen Belange mitsprechen und mitentscheiden können. Meines Erachtens ist das Problem am Populismus nicht so sehr oder zumindest nicht nur die ungenaue Gegnerbestimmung oder die verwaschene Ansprache der neuen Arbeiterklasse, sondern das Politische, das nämlich über diskurspolitische Methoden oder Tricks versucht wird, die Notwendigkeit der Organisierung zu überspringen. Und das würde ich sagen, ist vielleicht das, was man mit dem Temporären meint. Also sozusagen, man kann einen gewissen Vorsprung schaffen, ein Feld eröffnen mit einer populistischen Intervention, wenn darauf keine reale Organisierung und kein reales Durcharbeiten der Leute, die da beteiligt sind und wie man ihre unterschiedlichen Interessen zusammenbringen kann und wie sie gemeinsame Standpunkte vertreten können, wenn das nicht darauf folgt, dann wird es schlapp bleiben. Ich glaube, dass wir über diese diskursiven Strategien hinauskommen müssen des Populismus, aber auch über die Kritik an den diskursiven Formen. Also es ist ja nicht nur ein Problem der Wir-Konstruktion, sondern es ist auch ein Problem, dass die materiellen Strukturen, die den Menschen vermitteln könnten, dass sie in einer Gesellschaft Teil eines Wirs sein könnten, dass diese Strukturen abgebaut werden und vor die Hunde gehen. Dass sozusagen der Abbau von Infrastruktur, funktionierende Öffentlichkeit, Sozialstaat, alles, was sozusagen mal selbstverständlich Anforderungen oder Ansprüche einer ein gesellschaftliches Wir hätten sein können, in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit, die natürlich auch unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten beinhaltete und so weiter. Aber diese materiellen Verbindungen sind auf dem absteigenden Ast und darüber müssen wir, glaube ich, sprechen und um die herum müssen wir organisieren und kämpfen. Aufgaben der Linken. Ich glaube, wir brauchen in der Diskussion sozusagen der politischen Möglichkeiten linker Parteipolitik und linker Politik insgesamt sozusagen ein anderes Konzept von Partei. Ich finde, wir wiederholen in unseren Diskussionen über linke Parteien sehr oft die bürgerlichen Parteikonzepte, die heißen, Parteien sind dafür da, Wahlen zu organisieren und Fraktionen in Parlamente zu bringen. Das ist natürlich ein Teil davon, aber der Anspruch an linke Parteipolitik ist ja, dass sie gleichzeitig ein politischer Akteur oder sollte sein, meiner zumindest wäre es, im Alltag in den Kräfteverhältnissen andauernd ist. Also die Linke nicht als Wahlverein zu sehen, sondern als Kristallisationspunkt, als Organisatorin von Alltagskämpfen. Wir haben da in der Linken versucht, uns ein bisschen anzuwanzen an den Begriff der verbindenden Partei, der von Mimmo Porcaro geprägt worden ist und versucht, die Partei sozusagen als eine Art Scharnier zwischen gesellschaftlichen Kämpfen zu fassen, die sie verbindet, die sie aber auch anzettelt, verstärkt,
also wo sie nicht ein reines Außen- oder Verstärkermodell im Sinne von wir machen das lauter und bringen es ins Parlament reinbekommt. Da klingt so ein bisschen an Gramscis Konzept der gesellschaftlichen Partei, indem er sagt, sozusagen, der gesellschaftlichen Partei gehören im Prinzip alle Akteure und Organisationen an, die der Möglichkeit nach zur Gegenhegemonie gehören, ob sie wollen oder nicht, die aber eben zunächst unvermittelt und zugespitzt sozusagen existieren. Und die Frage ist, gelingt es, diese verschiedenen Akteure zusammenzubringen und zu organisieren? Bin ich hier gleich fertig. Das, glaube ich, ist schon die Aufgabe linker Partei. Und in diesem Konzept, glaube ich, müssen wir die Ansprüche der verschiedenen Bewegungen und der vielen unsichtbar gemachten Lebensperspektiven aufrufen. Also das würde bedeuten, man bräuchte überhaupt ein Wissen über die Vielfalt des Lebens, vor allem am unteren Teil der sozialen Leiter. Wir müssten schauen, dass wir den bürgerlichen Parteientheorien nicht auf den Leim gehen. Die Linke muss heute ihr stärkeres Standbein, würde ich sagen, in gesellschaftlicher Selbstorganisierung in Gewerkschaften, Stadtteilen und anderen Formen haben. Das wirkliche Leben muss immer wieder nahegelegte Orientierung auf den parlamentarischen Moment, da fehlt was in dem Satz. Also wir müssen sozusagen gegen die Verselbstständigung des Parlaments und des Parlamentarismus, der ja auch richtig kritisiert worden ist, die tatsächlichen Ansprüche und das wirkliche Leben stark machen. Es kann, glaube ich, für eine linke Partei heute kein Versprechen geben, die Probleme in der Stellvertretung zu lösen und keinen Paternalismus. Ich glaube, dass es andersrum auch kein Drücken vor der Stellvertretung gibt. Also das Problem der Bewegung, über die wir jetzt gesprochen haben, ist ja auch, Occupy ist ja nicht einfach so verschwunden oder es ist ihnen nicht einfach so der Atem ausgegangen, sondern sie sind mit einem militarisierten Polizeiapparat von der Straße gefegt worden. Das ist ja, ging auch deshalb, weil es keine, weil es sozusagen eben keine Verbindung gab zu einem größeren Zusammenhang von, es gab keine Übersetzung ins Parlament, es gab nur ansatzweise Übersetzung in die öffentliche Sphäre der Medienmacht und so weiter. Ich glaube, dass wir das sehen müssen, was das bedeutet, wie angreifbar wir sind, wenn wir uns dieser Pfade, wenn wir uns die sozusagen nehmen, was nicht heißt, dass sie unproblematisch sind, aber sie müssen, glaube ich, bearbeitet werden. Kein Drücken vor der Stellvertretung heißt auch, sich die Machtverhältnisse nicht als Entschuldigung für die eigenen kleinen Würfe zu nehmen. Leute, die sagen, wir wollen gar nicht erst was versprechen damit, weil wir es eh nicht halten können, werden sicherlich nicht den utopischen Horizont weit genug aufmachen können, um das Versprechen einer veränderten Welt irgendwie einlösen zu können. Lieber Bemühungen versprechen, das Scheitern politisieren und ansonsten seine Arbeit machen. Ich glaube, wir brauchen insgesamt ein neues Alphabet der Organisierung und der Selbstorganisierung. Das heißt, wir müssen das, was ich am Anfang gesagt habe, wir müssen das irgendwie hören, wie es sich anfühlt, wenn die Leute auf dem Jobcenter in der Reihe stehen müssen, stundenlang, weil das Nummernsystem abgeschafft ist mit Rollator. Wie es ist, wenn man ein paar Jahre einfach danach nicht mehr zum Job gehen kann, die Pflege, weil man es nicht mehr aushält und so weiter. Also ich glaube, wir brauchen eine Politisierung und Skandalisierung dieses Alltags und von hier aus eine Organisierung. Es ist ja in dem, fehlt schon wieder eine Seite, es ist in dem, Moment, der Abschlusssatz. Genau, ich kann auch einfach hier aufhören. Also wir brauchen eine Organisierung von unten, genau, es ist so ein bisschen das, was ich gesucht habe. Ich glaube, eine Analyse ist ja ein bisschen der Ort der Politisierung in der Fabrik am Arbeitsplatz ist nicht zuletzt in den deindustrialisierten Zentren geraubt worden. Die Kulturalisierung der Rechten, die Kulturalisierung der politischen Abgrenzung und der Rassismus haben versucht, da reinzugehen. Ich glaube, wir brauchen, einerseits müssen wir uns diese politischen Felder in der Arbeit und in der Öffentlichkeit wiedererobern, aber wir müssen auch die neuen Felder, die Nachbarschaft, die lokalen Kämpfe sozusagen selber mitführen und gleichzeitig verbinden mit einer gesellschaftlichen Transformation. Dankeschön.
Vielen Dank. Da die Zeit schon ein bisschen fortgeschritten ist, würde ich jetzt natürlich gerne Ihnen, Herr Eribon, noch mal die Möglichkeit geben, ganz kurz zu reagieren, wenn Sie möchten. Wir können auch sagen, dass wir ins Publikum öffnen und sozusagen dann noch mal, dann nehmen wir sowieso ja noch mal hier auf das Podium zurück und würden dann erstmal ein paar Fragen sammeln, aber das stelle ich gerne frei. Direkt noch mal zu. Gut, dann bitte ich um Handzeichen für und eröffne sozusagen die politische Debatte. Ich hatte schon angekündigt, dass wir, weil wir wahrscheinlich viele hier im Raum haben, die gerne Fragen stellen wollen, dass wir oder dass ich sehr darauf achten werde, das ein bisschen einzugrenzen auf 3 Minuten. Und ja, dann gibt es wahrscheinlich Mikrofone. Und bitte noch den Hinweis beherzigen, dass die Fragestellenden, Fragesteller unbedingt in das Mikrofon sprechen müssen wegen der Livestream-Übertragung und der Übersetzung. Jetzt sehe ich da hinten eine Wortmeldung. Ich würde erstmal ein paar Fragen sammeln und, ah ja, da kommt jemand. Also, in Ihrem Buch beschreiben ja, dass Sie sozusagen der Eintritt in die Universität der Klassenverrat ist oder der Klassenübertritt. Und Sie haben es vorhin nochmal gesagt, dass sozusagen mit dem Hochschulabschluss sozusagen sich ein kulturelles und ökonomisches Bürgertum herausstellt. Und jetzt ist es in Deutschland so, ich glaube in Frankreich ist es nicht so anders, dass die gute Hälfte der Menschen, jungen Menschen anfängt zu studieren. Und genau, und sozusagen viele Leute studieren, man hat danach keine gesicherte ökonomische Existenz mehr, so wie es früher mal implizit garantiert war. Und sozusagen Prekarisierung von Akademikern wurde schon angesprochen. Und was heißt das jetzt, dass wir irgendwie die Mehrheit der Gesellschaft irgendwann zum Bürgertum gehört oder nicht eher, dass sozusagen zugespitzt eine Proletarisierung zumindest ein Teils der Akademiker gibt und sozusagen zumindest ein relevanter Anteil der Leute, die so durch die Hochschule durch sind, eben zwar kulturell verschiedener zu anderen Teilen, aber trotzdem Teil der Klasse der Lohnabhängigen sind. Das würde mich interessieren. Dann gab es in der Mitte ungefähr auf der gleichen Höhe noch eine. Ah ja, hier. Okay, also Didier Eribon möchte gerne die Fragen sozusagen 1:1 beantworten. Von daher machen wir hier ein kleines Ping-Pong-Spiel zwischen Saal und Podium. Donc je réponds à la question sur l'université. Gut, zur Frage über die Universitäten. Das ist natürlich eine grundlegende, eine sehr wichtige Frage. Die natürlich vor allen Dingen viele aus der Jugend heute umtreibt, die an die Universitäten wollen. Wir sehen das in Frankreich, aber wir sehen das auch anderswo. Und wir wissen, dass sehr, sehr viele junge Menschen an die Universitäten gehen. Davon allerdings auch viele, die der populären Klassen, der Klasse populär angehören, was nicht notwendigerweise bedeutet, dass das Niveau sinkt oder gesunken ist und deswegen ein leichterer Zugang möglich ist. Es ist in der Vergangenheit so gewesen, dass ihnen der Zugang sehr erschwert war und wir haben in Frankreich gerade ganz spezifische Wege der Bourgeoisie, die dazu führen, dass ihre Kinder an die Universitäten gehen und die anderen nicht. Mit anderen Worten, die Kinder der unteren Schichten wurden sozusagen aus dem System eliminiert. Sie waren 13, 14 und gingen nicht weiter zur Schule. Heute ist es natürlich anders.
Diese Eliminierung findet also so nicht mehr statt. Nichtsdestoweniger befinden sich in einer Art Second Zone als diejenigen, die an den Universitäten sind. Ich selbst komme aus einer Arbeiterfamilie und weiß, in welchem Zustand die französischen Universitäten waren und welche Möglichkeiten für die Kinder der Bourgeoisie gegeben waren. Es waren damals für Kinder wie mich Planeten, die ich nie glaubte, erreichen zu können. Wir haben es heute aber mit einer Art prekarisierten intellektuellen Jugend zu tun, die wir eben finden in den Bewegungen wie Occupy Wall Street oder Nuit Debout in Paris. Mit anderen Worten, wir haben es hier mit Bewegungen zu tun, die nicht ganz bourgeois sind, aber auch nicht ganz untere Schichten sind oder Abgehängte sind. Ich war heute online und sah, dass in Frankreich Texte und Untersuchungen veröffentlicht wurden über die unterschiedlichen Niveaus bei den Diplomen in den verschiedenen französischen Regionen Frankreichs, also Lille, Bresse, Lothringen und so weiter. Es gibt bestimmte Regionen, die abgehängten Regionen, können wir sagen, in denen nach wie vor das Niveau derjenigen, die Zahl derjenigen, die universitäre Diplome haben, sehr, sehr niedrig ist, die vielleicht nicht einmal das Abitur haben, also nicht auf Gymnasien gehen. Und wenn man das farbig darstellt auf einer Karte, dann sieht man, dass wir in Paris sehr, sehr viele Diplomierte haben, wohingegen im Norden Frankreichs insgesamt deren Zahl wesentlich niedriger liegt. Es ist aber auch noch eine andere Karte von Wissenschaftlern veröffentlicht worden, die nämlich die Regionen farbig markiert, die in denen der Front National am stärksten ist. Und interessanterweise sind diese Karten genauso oder stellen sich genauso dar wie die Karten, die zeigen, wo wer welche Bildung hat. Mit anderen Worten, wenig Chancen oder gar keine. Also nur die Aussicht auf eine wirtschaftliche Prekarität deckt sich mit mehr Zuspruch zum Front National. Da, wo man nicht mehr in die Schule geht oder keine Aussicht hat zu studieren, keine Arbeit finden kann, nur vor dem Fernseher abhängt und so weiter, ist die Situation eine ganz andere. Für die französische sozialistische Partei aber existierte eine solche differenzierte Betrachtung der Klassen nicht mehr. Wir sind alle Bourgeoisie, vielleicht untere Mittelschicht oder ähnliches, und vieles, was den ersten Bewegungen Occupy, Wall Street und anderen vorausgeht, ist genau darauf zurückzuführen, dass dieses Klassendenken zum einen nicht mehr da ist und auf der anderen Seite überraschenderweise sich manifestiert, dass das, was eigentlich offiziell gar nicht mehr existierte, nämlich die Arbeiterklasse, plötzlich hingeht und für den Front National eine Stimme abgibt. Und ich analysiere das in meinem Buch und führe das zurück auf die Tatsache, dass das Bild der Klasse oder der mobilisierten Gruppe zunehmend erodierte, abgebaut wurde, obwohl es durchaus Gewerkschaften, Parteien und auch natürlich Theorien und Diskurse gab, die sehr wohl auf eine Arbeiterklasse orientierten. Das übertrug sich aber nicht oder übersetzte sich nicht in eine Bewegung. Bis vor kurzem hieß es in der linken Bewegung noch, wir haben hier eine Partei für die Arbeiterklasse, für die unteren Schichten. Und jetzt höre ich Marine Le Pen, die sagt, wir sind diejenigen, die uns um die Abgehängten, um die unteren Schichten kümmern. Und wir kämpfen gegen diejenigen, die den sozialen Schutz vernichten. Also sagen uns jetzt die ganz Rechten, wer die linken Klassen, die Arbeiterklasse sind. Wir sind
Also in einer Situation, in der wir wirklich uns diesem Thema der Bildung widmen müssen, wir müssen das kulturelle Kapital und die Chancengleichheit sehen als ganz elementare Faktoren, denn der Zugang zum Schulsystem ist essentiell. Ich weiß nicht, wie die Lage in Deutschland aussieht, da kenne ich das System nicht genug, aber in Frankreich ist es so, dass die Kinder der Bourgeoisie an die sogenannten Grandes Écoles, Sciences Po und andere renommierte Bildungsinstitutionen gehen und aus ihnen werden nachher die politischen Verantwortlichen und egal, ob sie nachher Politiker auf der linken oder auf der rechten sind, sie waren alle an den gleichen Universitäten, an den gleichen Akademien, sie haben die gleichen Diskurse geführt und sie haben alle verinnerlicht, dass es mit dem Marxismus ein Ende haben muss und dass es keine Klassen mehr gibt. Fakt ist aber, vielleicht gibt es den Marxismus nicht mehr, aber die Klassen gibt es nach wie vor und diese dann sind diejenigen, die den Front National wählen. Angesichts einer solchen Situation sage ich, dass wir das BIP im Grunde ersetzen müssen durch eine genauere Betrachtung der psychologischen und gesellschaftlichen Faktoren, die in der Gesellschaft wirken. Denn da haben wir es tatsächlich mit Faktoren zu tun, die uns anzeigen, was die Gesellschaft ist, wie die Gesellschaft tickt. Wenn ich zurückblicke in meine Vergangenheit, da gab es eine quasi stalinistische Distanz oder unüberbrückbare Distanz zwischen meinen Eltern und mir oder den anderen, die eine ganz andere Klasse darstellte. Also vielleicht haben wir heute tatsächlich eine Prekarisierung der Universitäten, aber wir müssen auch die Tatsachen sehen, dass die Doktoranden und viele andere ebenfalls letztendlich Teil eines Prekariats werden, weil sie keine Arbeit finden. Dennoch ist es so, dass ihre Prekarität eine andere ist als die der Classe Populaire. Nuit Debout ist eine Bewegung, die sicherlich gut ist. Also ich würde nicht sagen, dass ich nicht daran teilhaben würde, aber es ist ein bisschen ein Mythos, wenn man hingeht und sagt, wir, das französische Volk, sind hier auf der Straße und protestieren. Das passt nicht ganz. Und ich glaube, wir brauchen ein bisschen Selbstkritik, auch was unsere eigene Praxis angeht. Es gab dort noch eine Wortmeldung. Ja, so ein bisschen Themenwechsel jetzt. Ich hadere immer noch sehr mit Ihrer Kritik an linkem Populismus. Und zwar, einer Ihrer Begründungen dafür war, dass linker Populismus von wir unten gegen die da oben oder 99% gegen das 1%, dass das Affekte und Stimmungen erzeugt, Gefühle, und dass diese Situation dann der hochkochenden Stimmung nicht mehr kontrollierbar ist für die Linke und dass es nach rechts offen sein könnte. Und das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Also diese Angst vor, kämpferischer Stimmung oder vor Affekten und dass es irgendwie fast automatisch offen ist für einen rechten Populismus, dann verstehe ich nicht ganz. Ich bin eigentlich immer eher der Meinung, die Linke, zumindest in Deutschland, könnte ruhig ein bisschen weniger trocken sein, ein bisschen mehr ruhig ein bisschen emotionaler, denn es geht ja irgendwie um unsere Lebenslagen, wenn wir kämpfen. Natürlich sind Gefühle damit verbunden und ich finde das nicht gefährlich, das auch anzuzapfen oder das auch mitzunehmen. Vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen. Bien sûr, il y a des émotions. Aber ja, es gibt Emotionen, es gibt Gefühle, es gibt Affekte in der Politik. Es gibt Emotionen, Affekte, Gefühle in der Politik. Ich möchte überhaupt nicht das Gegenteil behaupten. Und Rückkehr nach Reims ist ein Buch, das diese Emotionen sehr genau beschreibt und aufgreift.
Das Problem ist folgendes: Wenn man einen politischen Diskurs führt, dann können diese Emotionen, diese Affekte im politischen Raum zirkulieren. Und wenn man Emotionen zirkulieren lässt, die populistisch sind, und der Populismus der Linken und der Rechten bezieht sich auf das Volk. Das ist natürlich ein ganz vages Konzept, ein vager Begriff. Wer gehört dazu, ist die Frage. Und wer gehört nicht dazu? Aber ich fürchte, dass es, was die Rechtsextremen angeht, und vielleicht nicht in Deutschland, aber auf jeden Fall in Frankreich, so ist, dass die Gegenüberstellung Volk gegen Oligarchie der Diskurs sind. Das ist der Diskurs des Front National, das ist der Diskurs von Marine Le Pen. Und die Partei versteht sich als das Volk. Versteht sich als Bewegung gegen die Kaste. Der Populismus insgesamt, vor allen Dingen aber der Populismus der Linken, greift jetzt diese Idee der Nation, der Heimat oder des Vaterlands, la Patrie, auf. Und in Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal, Griechenland, insbesondere dort, haben wir Situationen, zu denen ihre Regierung auch bedauerlicherweise sehr viel beigetragen hat, die geprägt sind davon, dass, wenn die Leute hingehen und in einer patriotischen, nationalistischen Logik argumentieren, mehr erreichen kann. Wenn man das nicht tut, dann verliert man von vornherein. Das gilt auch für Spanien oder Portugal. Das gilt natürlich auf europäischer, internationaler Ebene desgleichen. Wenn man diese Ebene als Referenz ausschließlich nimmt, dann funktioniert das nicht. Dann ergibt sich dieser Widerstand nicht. Das heißt, es gibt ein Mosaik des nationalen Widerstands, eingebettet in eine europäische Dynamik von sozialen Bewegungen, von linken Parteien, von Organisationen und Verbänden. Wenn die konservative Rechte Polens das Recht auf Abtreibung rückgängig machen will, dann ist das nicht nur das Problem der Polinnen, es ist das Problem aller Frauen und Männer in Europa. Das heißt, der Kampf gegen den Neoliberalismus, gegen den Konservativismus, der sich in unseren Ländern entwickelt, muss natürlich ein europäischer sein. Und dann kann es eben nicht das Volk sein, was sozusagen der Ausgangspunkt ist. Und in diesem Diskurs der Nation oder des Volkes wird oft ausgeblendet, wer eigentlich diese Rhetorik verwendet. Nuit debout als Vertretung einer Bewegung wird natürlich oft kritisiert als kleinbürgerlich oder als Leute, die einfach nicht arbeiten wollen oder ähnliches. Aber die Dynamik, die hier aus gelöst wird. Avec toutes les limites que j'ai souligné tout à l'heure, mais c'est un parti politique qui n'est, c'est pas seulement Pablo Iglesias, c'est quelques responsables du parti. Ist ja tatsächlich eine Partei geführt von Iglesias. Und begibt sich natürlich in diese Kooperation mit Bewegungen, ist präsent in Barcelona, in Madrid, arbeitet mit den Gewerkschaften, in Valencia und so weiter. Also es entwickelt sich eine ausgesprochen komplexe Dynamik, die leidenschaftlich ist, die von Leidenschaft genährt wird. Aber wenn man Begriffe hat, wie zum Beispiel die nationale Passion, oder wenn ich Iglesias höre, der über den nationalen Stolz oder die Nationalgeschichte redet, dann ist das eine Referenz, die eine ganz andere ist als der Bezug auf die Auseinandersetzung mit den Kasten, mit der Oligarchie. In Frankreich wird mobilisiert. Le populisme de gauche est forcément un nationalisme
Für eine Vielzahl von Fragen, für Entwaffnung, für Abbau von Militärausgaben und Ähnliches. Das sind ganz starke Bewegungen und Interessen, die verfolgt werden, unabhängig von einer Bindung an die Idee der Nation. Also die Existenz dieser Rechtsextremisten ist ja ein Fakt in allen Ländern und sie sind natürlich auch auf internationaler Ebene miteinander verbunden. Gleichzeitig argumentieren sie ganz stark auf nationalistischer, nationaler Ebene in den einzelnen Ländern. Vielleicht sollte man in Anlehnung an den alten Spruch sagen, progressive aller Länder, vereinigt euch, ansonsten ist man verloren. Das wäre der Appell und um eine Antwort zu beenden. Unsere Feinde argumentieren mit dem Volk, das Volk oder die Heimat gegen die Kasten und gegen die Eliten. Wenn wir aber diese Kategorien aufgreifen, die Kategorien des Diskurses betrachten und die Rhetorik, die Worte, das Vokabular übernehmen, um unsere Themen zu diskutieren, dann haben wir verloren. Wir brauchen unseren eigenen Diskurs, wir brauchen eine eigene Denkweise. Wir können nicht einfach das aufgreifen, was andere sagen, das Volk gegen die Kasse, sondern die europäischen sozialen Bewegungen, die Kulturbewegungen Europas und so weiter. Ein Europa der sozialen Bewegungen, der kulturellen Bewegungen, ein Europa der Bewegung in der Kultur, in der Literatur. Das ist eigentlich unsere Richtung. Damit können wir etwas ändern. Und wir müssen ja versuchen, sie zu ändern. Gibt es weitere Fragen? Dann bitte ich um die Handzeichen. Ich sehe da hinten zwei Hände, die hochgehen und die vorne ist registriert. Wir arbeiten es weiterhin nach und nach ab. Ah ja, okay, hier vorne war... Bitte. Pardon, je n'ai pas de... Oh, jetzt müsste es arbeiten. Ça marche. Alors, je vais poser ma question en français, mais d'abord, je vous... Erstmal möchte ich Ihnen sehr herzlich danken für Ihr Buch. Das Buch hat mich persönlich sehr angesprochen, einfach auch aus dem Grunde, weil auch mein Vater dieses Jahr gestorben ist. Er war Jahrgang 1928, während Ihr Vater wohl Jahrgang 1929 war. Also das sind sehr viele biografische Parallelen. Und auch ich bewege mich derzeit im Rahmen von Fotos, von Briefen, die mein Vater geschrieben hat und versuche sozusagen meine eigene Biografie aufzuarbeiten, wobei natürlich auch viele Differenzen da sind. Erstens, ich bin nicht Französin, ich bin kein Mann, ich bin nicht homosexuell. Ich musste nicht in die Hauptstadt ziehen, weil ich inmitten von Berlin geboren bin, am Luxemburgplatz praktisch groß geworden bin etc. Ich wollte nur sagen, auch biografisch hat mich Ihr Buch und Ihre Schreibweise sehr angesprochen und ich möchte Ihnen sehr dafür danken. Ich habe in den 90er Jahren Ihre Bücher über Michel Foucault gelesen. Sehr hohes Niveau, wunderbare Analysen der Herrschaftsmechanismen, der Moderne, aber so angesprochen wie dieses Buch hat mich bislang keines. Danke dafür. Jetzt meine eigentliche Frage. Ihre Analysen wie auch die gegenwärtige aktuelle Situation sowohl in Deutschland, Frankreich, aber auch international sind nicht sehr hoffnungsschimmererweckend, möchte ich so sagen. Meine Frage geht dahin, wie sehen Sie die Parallelen zu den 20er, 30er Jahren? Auch damals haben wir ein Umkippen gehabt. Insofern würde ich Ihren Analysen eigentlich auch sehr zustimmen wollen, von einer starken linken Bewegung in eine starke Unterstützung der Rechten durch die Arbeiterbewegung. Das ist meines Erachtens wirklich ein gefährlicher Prozess. Da möchte ich Sie fragen, wie sehen Sie also diese Parallelen und wie sehen Sie möglicherweise aber auch Alternativen zu diesen Entwicklungen? Und in einem möchte ich Ihnen auch recht geben, also der Begriff Le Peuple ist natürlich wirklich kompliziert und im gleichen Sinne eben der Begriff des Volkes im Deutschen.
Schon in den 20er, 30er Jahren wurde viel mit diesem Begriff gearbeitet, ebenso eine Chimäre wie heute. Und bitte ja, zum Schluss kommen. Genau, ich bin am Schluss. Danke. Danke. Vous savez, une des choses qui me gêne beaucoup dans la notion de peuple, was ich vor allen Dingen problematisch finde, am Begriff Volk oder le peuple in Frankreich. Und wie gesagt, ich bin kein Experte für Deutschland. Ich bin im Moment viel in Deutschland, aber ich bin natürlich kein Experte für die Geschichte, für die deutsche Geschichte. Und insofern wähle ich immer französische Beispiele. Wir beobachten eine interessante Konvergenz des Diskurses der Rechtsextremen bis hin in den äußersten linken Kontext, was die Idee des Volkes angeht. Und es heißt, es müsse eine Rückkehr geben zum Volk, zum Peuple. Und Feministinnen, LGBTI-Leute, viele andere werden deswegen sozusagen zur Seite geschoben, argumentativ, weil ihr Kampf einer gegen Phänomene des Neoliberalismus sei, aber es ginge um die wahren Werte, auf deren Grundlage man sein Leben baut. Und wenn mir Leute sagen, es gibt Bücher in Frankreich, die empfehlen, dass man zurück aufs Dorf müsse, um wirklich das Leben in der Gemeinschaft wieder zu erkennen, und das sei eine Möglichkeit, über den Neoliberalismus hinauszugehen. Da denke ich an Leon Bleichmann, einen deutschen Regisseur, der einen Film gemacht hat über eine Jagd auf einen Schwulen in einem Dorf in Bayern. Ich habe diesen Film gesehen, da war ich noch sehr jung, und das hat mich lebenslang traumatisiert. Also diese Gegenüberstellung der wahren Werte des Volkes gegen die Rechte Homosexueller, der Frauen und so weiter, das birgt immer einen Moment, in dem man tatsächlich dann eben auch hingehen muss und sagen muss, wer dazu gehört und wer nicht dazu gehört. Es gibt diejenigen auf der Rechten dann, die sagen, das Volk sind wir und Flüchtlinge gehören nicht dazu. Und dass die das sagen, überrascht mich natürlich nicht. Aber dass auf der Linken das gesagt wird und dass Leute, die sich ganz links verorten, die Kämpfe um die sexuellen Rechte, Genderfragen und Ähnliches beiseite wischen, weil diese sekundär oder nicht relevant seien, das überrascht mich. Ich denke, die Forderung nach Rechten, der Kampf für Rechte, das ist doch die Linke. Rechte für alle. Es gibt einen berühmten Text. Der den Titel trägt, Warum bleibe ich in der Provinz? Von Heidegger. Und da geht es genau um den Schrecken der modernen Stadt Berlin, das Kosmopolitentum, die Befreiung, die Liberalität und so weiter. Aber gegen das Dorf von Heidegger ziehe ich die moderne Berlins vor. Und wer jetzt hingeht und dieses Dorf von Heidegger präsentiert als das, was man anstreben sollte, nun, ich habe lieber Magnus Hirschberg, Berlin, das Berlin des Rudi Dutschke, der Rosa Luxemburg natürlich, die moderne, das intellektuelle, politische, künstlerische Leben, das Berlin der sozialen Bewegungen, das Berlin der Forderungen. Wir müssen uns also dieser reaktionären Linken, intellektuell reaktionären Linken entgegenstellen. Und um auf Ihre Frage zu kommen, die 1930er Jahre, die Kritik am Kapitalismus,
comme disaient les fascistes à l'époque, wie die Faschisten jener Zeit argumentierten, der Individualismus en régime und viele andere, die Emanzipation der Frauen, andere Punkte wären zu nennen, auch das Recht zu reden. Der Homosexuellen auf der einen Seite in dieser Konfrontation des Volkes auf der einen Seite und der anderen Gruppen und ihrer Rechte auf der anderen Seite erinnert natürlich an diesen Diskurs der 1930er Jahre. Und für mich verortet sich das gewissermaßen am Rande derjenigen, die keine materiellen Ressourcen haben, die die elementaren materiellen Ressourcen nicht haben, um leben zu können, die keinen Zugang haben zu Bildung, zu öffentlichen Diensten und zu anderen. Und an deren Seite stehe ich. Ich stehe an der Seite all derer, die drohen, vernichtet zu werden durch die wirtschaftlichen Bedingungen. Der wahre Kampf, dem sich die Menschen stellen sollten, der Kampf für die Rechte der Flüchtlinge, der ökologische Kampf, der feministische Kampf, LGBTI-Kampf, ist es, den ich im Kopf habe. Und ich habe ja angesprochen in meinem Vortrag die politische Zeitlichkeit, die Temporalität der Politik und die Wahrnehmung der Politik als etwas Homogenes und der Bewegungen als etwas Homogenes, die alles aufnehmen müssen, die alles integrieren müssen. Dem gegenüber steht die wahre Realität, der wahre Kampf. Denn wenn man denkt, dass es eine homogene politische Zeitlichkeit gäbe, dann leugnet man die Tatsache, dass jede dieser Bewegungen eine eigene Zeitlichkeit hat. Die Frauenbewegungen, viele andere Bewegungen haben ihre eigene Zeitlichkeit. Und diese Zeitlichkeiten entsprechen nicht notwendigerweise der Zeitlichkeit der Bewegung insgesamt. Das heißt, es gibt unterschiedliche Momente, in denen Menschen hingehen und sagen, wir gegen die Individualisierung. Wir können natürlich hingehen und sagen, dass wir bei Simone de Beauvoir und anderen ist vielleicht ein anderes als unseres Wir. Unser Wir ist vielleicht ein anderes als ein marxistisches Wir. Aber es geht um die Konstituierung eines Wir, das durchaus ein Multiples ist. Es gibt mehrere Wirs und jeder von uns gehört mehreren Wirs an. Es ist nicht ausreichend, eine essentialistische und substantialistische Perspektive allein einzunehmen, sondern man muss tatsächlich sehen, dass das, was Simone de Beauvoir in ihrem Buch Das andere Geschlecht schrieb, genau darauf verwies. Eine feministische Bewegung forderte sie ein. Sie sagte, die Frauen müssen hingehen und sagen, wir. Sie problematisierte aber auch, dass natürlich Arbeiterinnen oder die Arbeiterfrauen solidarischer waren mit anderen Arbeitern und Arbeiterinnen mehr als mit Frauen insgesamt. Aber es gibt bestimmte Kontexte, in denen es erforderlich ist, dass andere die andere Wahrnehmung außen vor zu lassen und wir zu sagen, mal wir als Arbeiterinnen mit den Arbeitern, mal ein anderes Wir. Diese Multiplizität, dieser Pluralismus muss gelten und so muss man die Welt sehen. Das heißt, man geht nicht hin und wählt aus, welchem spezifischen Wir man angehören möchte. Möchte ich dem schwarzen Wir oder dem Frauen-Wir oder welchem Wir auch immer angehören, sondern man anerkennt, dass man mehreren Wirs angehört. Und es ist nicht immer leicht, wenn man die Existenz dieser mehrfachen Wirs konstatiert, sie zu vereinen, sie miteinander zu versöhnen. Denn es gibt Übergänge auch zwischen diesen unterschiedlichen politischen Bewegungen und Zeitlichkeiten. Das heißt, eine große Fusion sozusagen auf dem Place de la République in Paris, all der Bewegungen, 300.000 Studenten, Studentinnen und ich. Das ist
nicht wirklich eine Fusion aller Bewegungen. Das ist ein Mythos, eine Illusion. Vielen Dank. Wir haben jetzt die schöne Herausforderung, dass es schon 9 Uhr ist und wir um 8:45 ungefähr hier Schluss machen müssen. Deswegen würde ich jetzt gerne Christina Keine noch mal ganz kurz das Wort geben, weil sie gerne ganz aktuell noch mal was anmerken wollte. Und wir würden dann jetzt in der letzten Runde noch mal die Fragen sammeln, 3 bis 4 Fragen. Ich hatte hier schon Wortmeldungen gesehen, weil ich glaube, damit können wir das noch mal ein bisschen besser bündeln, damit uns die Zeit nicht komplett weggaloppiert. Ja, ich wollte gerne ein bisschen dafür plädieren, weil ich habe den Eindruck, in unserer Diskussion ist nicht das Volk die einzige Reduktion oder Reduktionismus, den wir betreiben. Es ist ja auch, also weder ist der Rechtsextremismus ja eine Bewegung, die ausschließlich oder auch nur vorrangig von der Arbeiterklasse getragen wird. Ich halte das nicht für eine richtige Analyse und ich glaube, es ist für uns wichtig, dass wir zwar, es ist natürlich eine Herausforderung an uns, dass die Leute, von denen wir sagen, deren Interessen können wir sehr viel besser vertreten, sozusagen sich davon nicht überzeugen lassen, aber man muss schon ein bisschen, also ich glaube, wir müssen schauen, dass wir das nicht aus den Augen verlieren, auch dass es nicht vorrangig nur ein Problem der Abgehängten und Ausgespuckten ist. Das trifft ja, wenn man sich die Trump-Unterstützer, die AfD und sonst was anschaut, sozusagen. Es ist bis in die klassische Rassismusforschung so, dass sozusagen das heißt da immer relative Deprivation, also die Leute, die das Gefühl haben, sie kriegen nicht, was ihnen zusteht, sozusagen stärker Rassismus und dem Rechtsextremismus zu neigen, als die Leute, die das Gefühl haben, sie waren schon immer arm und haben so eine gewisse, also das sind jetzt auch nicht alles gute Leute, Menschen, aber es ist sozusagen eine gewisse Armensolidarität gibt es dann oft immer noch. Und ich finde auch, bin noch ein bisschen unklar, was die Aktualität unseres Klassenbegriffes angeht, weil ich finde, jetzt in der Diskussion kommen vor meinem inneren Auge immer sozusagen die abgehängten Industriearbeiter hoch. Aber ich glaube, die Herausforderung wäre ja gerade die Leute, die das Gefühl haben, sie sind bei der Mittelschicht und sie sind irgendwie kreativ und ungebunden und können total selbstbestimmt arbeiten, dass sie Teil dieser Arbeiterklasse sind, dass das sozusagen irgendwie zum Gegenstand unserer, also dass das eine Herausforderung an uns ist, sozusagen analytisch, aber auch vor allem praktisch im Sinne von, wie wird das überhaupt Realität in dem Leben der Menschen. Und einen letzten Hinweis wollte ich noch machen, ich bin überhaupt nicht dafür, also die Sache mit dem Volk gibt es, glaube ich, einfach in unserer Diskussion hier nicht so stark. Deshalb bin ich immer so ein bisschen irritiert. Das hat mit der spezifischen Vergangenheit in Deutschland zu tun. Man kann ja auch mal positive Sachen bemerken. Aber ich glaube, es gibt ja immer ein Problem an diesen Rechts-Links-Ähnlichkeiten, die oft oberflächlich sind, aber weil sie sind ja nicht nur eine Frage des Aufweichens oder der falschen linken Strategie, sondern sie sind ja vorher auch lange Zeit was Bloch die Entwendung aus der Kommune genannt hat. Das ist die faschistische Gründungsstrategie, die linken Ansprüche zu nehmen, sie mit völkischen Gedanken zu unterlegen und das sozusagen als mobilisierende faschistische Bewegung auf die Straße zu bringen und damit zu versuchen, Teile der Arbeiterinnen und Arbeiter und anderen Leuten, die davon nichts zu gewinnen haben, an sich zu binden. Das macht es nicht besser. Ich will nur sagen, sozusagen, man muss auch ein bisschen gucken, dass nicht alle Ähnlichkeiten zwischen rechts und links von links ausgehen, sondern und auch nicht alle Begriffe, das Volk schon, das ist, um das deutlich zu sagen, aber nicht alle Begriffe, die Rechten versuchen uns zu stehlen, müssen wir deshalb sofort fallen lassen. Um manche lohnt es sich zu kämpfen, um andere nicht. Ich persönlich möchte weder ums Volk noch um die Nation kämpfen, aber ich glaube schon, dass es noch andere gibt, um die man sozusagen kämpfen kann. Vielen Dank. Dann würden wir jetzt noch mal eine Fragerunde machen. Es gab da hinten 2 Meldungen im Publikum schon vor einiger Zeit und okay, das ja. Und jetzt sehe ich noch hier. Wie gesagt, wirklich bitte kurz fassen, damit wir das alles noch unterbekommen. Ja, ich habe nur eine Frage an den Autor. Ich habe dieses Buch gern gelesen und mir ist aufgefallen, eine Frage, die mich schon längere Zeit meines politischen Lebens umtreibt, das ist tatsächlich die Verbindung am Ende rechts-links. Also Sie haben darauf hingewiesen, dass ein Übersprung stattgefunden hat in Ihrer Region, dass ganze Teile der Arbeiterklasse auf die Rechte gegangen, die rechte Parteien gewählt haben. Und meine Frage ist, gab es vielleicht die Ressentiments, die die Rechte
inneträgt, also den Rassismus, den Sexismus, die Homophobie. Gibt es das vielleicht in der linken Arbeiterklasse schon? Gab es da schon? Das heißt also, die Rechte musste das nicht transportieren, sondern fand etwas vor, was da aus welchen Gründen auch immer, Sie haben das ja beschrieben, verdeckt war. Gab es diese Dinge und war es deshalb für die Rechte so einfach und so leicht, weil es in der Arbeiterklasse, die wir ja auch gerne heroisiert hatten, diese Vorbehalte schon auch gab? Vielen Dank. Die nächste Frage bitte, da hinten, glaube ich. Ja, es ist jetzt schon vieles angesprochen worden, gerade auch von Christina Keindl, aber meine Frage geht schon auch in die Richtung, inwieweit nicht gerade der gesellschaftliche Rassismus eine Dimension ist, die wir bisher eigentlich hier zu wenig diskutiert haben. Denn wenn wir uns anschauen, wer denn eigentlich das Prekariat oder wenn man diesen alten Begriff Arbeiterklasse nimmt, sowohl in Frankreich als auch hier in Deutschland auch zum großen Teil mit ausmacht. Das sind genau diejenigen, die deren Eltern oder Großeltern aus dem Maghreb, aus der Türkei oder auch sonst wo hier eingewandert sind und die eigentlich immer nicht mitgedacht werden und auch wenig präsent sind. Ja, also in der Linken hier sind sie wenig präsent und für Frankreich kann ich das nur ganz oberflächlich beurteilen, aber da gibt es ja letztendlich auch diese Bewegung der jungen Migrantinnen. Parlez plus lentement, parce que la, c'est très difficile pour le, la traductrice okay. de suivre. Können Sie bitte langsamer sprechen, danke. Das, also diese, jetzt bin ich so ein bisschen durcheinander. Also die Proteste der jungen der migrantischen Jugend in Frankreich vor einigen Jahren war ja auch sehr massiv, eben genau aus dieser Perspektivlosigkeit, die Gesellschaft ihnen nur vorhält. Vielen Dank. Dann sozusagen direkt hinter dir. Ja, hallo. Ich habe nur eine kleine Frage, weil du eben meintest, wir müssen mehrere Wirs schaffen oder verschiedene Wirs schaffen und ansprechen jetzt, und die dann zusammenführen. Jetzt war ja Nuit Debout gerade die Bewegung, die versucht hat, Convergence de Lutte, also verschiedene Kämpfe zusammenzuführen, aber daran ja total gescheitert ist, obwohl es sozusagen parallel dazu eine große Streikbewegung gab. Nun meine Frage, warum hat das nicht funktioniert? Warum ist Nuit Debout gescheitert und... Also vielleicht kann man das ja in ein paar Sätzen erklären. Okay. Und es gab hier sehe ich noch zwei Wortmeldungen, die würde ich jetzt gerne noch mit dran nehmen. Warte, erst noch mal hinten. Danke. Ich wollte ein Wort kurz einbringen, was heute Abend so gut wie noch gar nicht gefallen ist, nämlich das der Wirtschaftskrise. Und einer Kapitalismuskrise seit Jahrzehnten, die man in Deutschland leider nicht so richtig gut sieht, wenn man Griechenland und Frankreich und Italien und Portugal und so weiter mitdenkt als Banlieues vielleicht des Krisengewinners Deutschland, dann sieht man die doch sehr deutlich. Und ich glaube auch, dass gerade der Aufstieg der Rechten sehr einfach ein Symptom ist für verschiedene Krisenerklärungen. Nämlich zumindest in den USA, Trump unglaublich gewonnen hat mit »Wir bringen die Arbeitsplätze zurück«. Wir wissen alle, die kommen automatisiert zurück, das sind keine Arbeitsplätze mehr Menschen. Trotzdem hat diese Krisenerklärung und Scheinlösung gewonnen über eine Diskussion darüber, wie das auch vielleicht eine inhärente Krise des Kapitalismus ist, die mit alten Begriffen, inklusive vielleicht der Arbeiterklasse, die es so eben als Industrieproletariat auch nicht mehr gibt, auch nicht zu gewinnen ist. So, und hier vorne bitte noch. Ich hätte noch eine Frage zu dem, was... Ich glaube, das Mikro ist nicht an. Okay. Hallo? Ich hätte noch eine Frage zu dem, was Sie gesagt haben, aber auch zu dem, was in dem Interview, das heute erschienen ist, stand. Nämlich wurden Sie dort gefragt, wie Sie zu der Vereinigung von verschiedenen Kämpfen, um es jetzt mal sehr zu vereinfachen, von Klassenkampf und identitätspolitischen Kämpfen stehen. Und dazu haben Sie auf zweierlei Weise geantwortet, nämlich einmal, dass Sie die Gefahr sehen, dass diese Vereinigung immer dazu führt, dass es eine Hierarchisierung in der Bewertung dieser Kämpfe gibt, was ich mit Blick auf Frankreich nach dem Zweiten Weltkrieg auch verstehen kann. Und andererseits haben Sie gesagt, dass
dass es auch produktiv sein kann, wenn verschiedene Bewegungen nebeneinander bestehen. Was ich auf der Ebene der Organisation auch gut verstehen kann, aber ich habe mich dann nur gefragt, geht es nicht trotzdem auf einer ideologischen Ebene, auf der Ebene des Denkens, wenn man so will, trotzdem darum, vielleicht in dem Sinne, wie Sie vorhin von einem zukünftigen Denken gesprochen haben, darum, diese Kämpfe zusammenzudenken, gerade ohne sie zu hierarchisieren. Vielen Dank. Herr Ribon, dann würde ich Ihnen jetzt nochmal das Wort quasi zum Abschluss übergeben, um nochmal Aspekte, die in den Fragen aufgetaucht sind, aufzugreifen. Je vais essayer de répondre en deux minutes à 60 ja, questions. Ich versuche mal 60 Fragen in zwei Minuten zu beantworten. Je vous réponds très rapidement sur la convergence des luttes. Ich fasse mich ganz kurz zum Thema Konvergenz der Kämpfe. Das müssten wir eigentlich mehrere Stunden lang hier erörtern. Eigentlich brauchen wir mehrere Diskussionen, um uns diesem Thema zu widmen. Aber ganz kurz und knapp gesagt, ich denke, dass die Konvergenz der Kämpfe im Prinzip nicht effizient ist. Ich denke, die Divergenz der Kämpfe ist hier besser. Divergenz der Kämpfe mit politischer, historischer Referenz, wie zum Beispiel dem Mai 68 in Frankreich. Eine Zeit, in der es neue Bewegungen gab. Es gab die Arbeiterbewegung zuvor, aber es entstand die Frauenbewegung, die Schwulen- und Lesbenbewegung. Eine Vielzahl von marxistischen Strömungen, die Antipsychiatriebewegung, eine Sozialkritik manifestierte sich in all diesen Strömungen und Bewegungen. Und das lässt sich nicht analysieren mit dem Begriff Konvergenz, weil wenn es ja gerade um Dynamik geht, dann ist es enorm schwer, sie zu bewahren. In einem solchen Prozess der Konvergenz. Und heute sehen wir diese Vielzahl von Bewegungen, Frauen, Öko, LGBTI, Friedens und vieles, vieles andere als einen Teil der Linken, wenn man so will, oder als Bewegungen der Linken. Und wenn man hingeht und jetzt wirklich Konvergenz versuchen würde, dann führt das dazu, dass der Prozess oder die Bewegungen verarmen, schwächer werden. Natürlich kann man als Louis Debout hingehen und sich auf den Place de la République stellen und sagen, wir führen unsere Kämpfe zusammen, eine Konvergenz der Kämpfe kann es durchaus geben. Und jemand hat ja hier auch dann parallel noch gefragt, wie kann es sein, dass das entsteht und gleichzeitig zum Beispiel die Arbeiterbewegung und andere verschwunden sind. Nun, das hat zu tun mit der Mobilisierung. Die Mobilisierung zu diesen großen Kundgebungen läuft über Gewerkschaften, die Zehntausende von Menschen auf die Straße bringen oder mehr. Und natürlich auch dann punktuell mit der entsprechenden Aktion oder Reaktion der sozialistischen Regierung. Donc la notion de convergence ne me convient pas. Also die Idee der Konvergenz gefällt mir nicht so gut. Natürlich versuche ich jetzt auch noch die anderen Fragen zu beantworten. Aber die Frage nach dem Rassismus. Ich sagte ja, die Idee Le Peuple oder des Volkes ist etwas, was ich mit Skepsis sehe. Ich habe da Distanz, sehe das sehr distanziert. Und natürlich ist hier ein Rassismus auf der Rechten manifest. Aber wir haben auch den Rassismus auf der Linken. Ich habe meine ganze Kindheit rassistische Begriffe gehört. Von morgens bis abends über Jahre, bis ich ausgezogen bin, gab es rassistische Begriffe. Rassismus in meiner eigenen Familie, in meinem eigenen Zuhause. Und da war natürlich die Idee auch immer mitschwingend. Wir, die Franzosen, das französische Volk, gegen die anderen, gegen die Fremden. Natürlich war das immer präsent, auch in bestimmten Gruppierungen.
der Klasse populär, diese Homophobie, dieser Rassismus, das ist etwas, was es gibt. Dennoch war es so, während meiner ganzen Kindheit, dass neben diesen Äußerungen, neben diesen Manifestationen von Rassismus, die Kommunistische Partei gewählt wurde. Also unabhängig vom Rassismus, unabhängig von der Homophobie, wurde zunächst einmal die PCF gewählt, die selbst in ihren Reihen manifestierte, dass es ein großes Maß an Homophobie und Rassismus auch in ihr gab. Natürlich gibt es grundlegende Unterschiede und Differenzen, wenn man das Gesamtbild betrachtet. Und Sie sagten ja, eben mit Blick auf meine etwas simplistische Haltung, dass es eben nicht nur die Arbeiter sind, die den Front National wählen. Ja. Aber ich stelle mir dennoch ganz einfach die Frage, wie kommt es, dass einst viele die Rechten wählten, darunter auch Militärs, Mitglieder der Mittelschicht und so weiter und so fort. Gleichzeitig aber 30% zumindest der Arbeiterklasse für die PCF stimmte. Ich schilderte ja auch das Schulsystem und die Schwierigkeit, in einen anderen Sektor der Gesellschaft zu wechseln. Die Mittelschicht ist natürlich eine ganz andere und ganz anders aufgestellt, was Bildung, Schulen, Theater, Zugang zu Kultur und so weiter und so fort angeht, viele Arbeiter, aber auch viele Lehrer und Vertreter der Welt der Kultur und Vertreterinnen natürlich wählten lange Zeit die Kommunistische Partei. Heute, da es diese Klassen nicht mehr gibt, konfrontiert mit einem ganz anderen politischen Subjekt, das den Wähler in einer Gesellschaft konstituiert. Das heißt, zum Teil werden die gleichen Begriffe verwendet wie damals, die und wir oder sie und wir, wobei es eben nicht mehr wir die Arbeiter gegen die Bosse sind, sondern wir die Franzosen gegen die Einwanderer und gegen die globalisierte Elite. Das heißt, wir hängt vom Inhalt ab und kann sich verändern im Laufe der Geschichte. Und was in einem Land über einen Zeitraum von 30 Jahren passiert, ist eine ganze Menge. Ich habe das beobachten können und ich glaube, dass die europäische Sozialdemokratie vor allen Dingen in Frankreich da eine ganz große Verantwortung auch für trägt, für das, was sich entwickelt hat. Sie hat die neoliberale Politik gefördert, mit vorangebracht, hat soziale Bewegungen niedergeschlagen, hat einen hohen Einfluss gehabt auf die Wahrnehmung von der Existenz der Klassen und sozialer Schichten. Das ganze Vokabular der Linken ist beeinflusst worden, auch von ihrer spezifischen Haltung. Und ich denke, wenn man nach den Verantwortlichen für die Krise heute sucht und fragt, warum kippt die Klasse populär so stark nach rechts, dann sind es Leute wie Blair, Schröder, Hollande, Zapatero, und andere, also die Linke, die sozialdemokratische Linke, die zu nennen ist. Sie haben vielleicht sogar die Linke getötet. Und wenn wir uns schauen, welche Prognosen es gibt für die Wahlergebnisse für Hollande, 8% und Marine Le Pen 25% bei den Umfragen für die kommenden Wahlen, dann sehen wir, was das bedeutet. Natürlich kann man es nicht ganz und gar vereinfachen, aber die Lage hat sich in gewisser Hinsicht auch simplistisch gestellt, wenn man so will. Ich habe 2007 ein Buch geschrieben mit dem Titel Retour à Reims, Rückkehr nach Reims, und verhandle in diesem Buch, dass die Linke sehr bereitwillig alle
Ganzes das verhandelt, was sie ausgemacht hat. Und dann sehen wir François Hollande als Generalsekretär der Partei noch zu dieser Zeit und das zunehmende Erstarken des Front National. Heute ist er Präsident dieser Republik. Aber wir erkennen tatsächlich linke Zirkel, die mit Bankern, mit Geschäftsbankern und anderen zusammenarbeiten und damit diese früheren bestehenden Zirkel zunehmend zerreiben. Es gibt keinen großen Unterschied zwischen Hollande und Ségolène Royal. Sie haben die Linke zerstört. Sie haben die linke Partei zerstört. Es gibt keine Arbeiterklasse mehr, es gibt nur noch Lebensbedingungen. Das war ihr Diskurs und das hat zur Vernichtung beigetragen. Marx sagte, es gibt eine Arbeiterklasse, ansonsten gibt es nur Arbeitende, die hingehen und sagen, wir sind das Volk. Also die Diskurse sind wirklich wichtig, denn sie konstituieren die Wahrnehmung. Und die Wahrnehmung, die die Realität konstituiert. Ich habe nicht alles beantwortet, aber soweit erstmal. Merci. Ich möchte mich ganz herzlich im Namen auch der Rosa-Luxemburg-Stiftung für Ihr Kommen bedanken und möchte mich vor allen Dingen auch nochmal bei den beiden Gästen hier auf dem Podium bedanken. Wir mussten jetzt leider ein bisschen abrupt zum Schluss kommen, aber ich denke, viele Dinge sind angesprochen worden. Und bedanken möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich an unser Team der Dolmetscherinnen. Den kleinen Hinweis, wir bitten darum, die Übersetzungsgeräte vielleicht relativ zügig abzugeben, damit die Kolleginnen und Kollegen, die das einsammeln, dann auch bald Feierabend machen können. Dankeschön.